Ich glaube, dann fangen wir einfach mal an. Mein Name ist Armin Teilke, ich bin Teil des Wissenschaftlichen Dienstes der Staatsbibliothek zu Berlin und wir machen diese Veranstaltung zusammen mit dem Co-Laboratory. Ich bin heute insbesondere nur der Ansager für unsere drei Referenten. Sie haben es vielleicht draußen gesehen, die kleine Ausstellung zu unserem Nachlass von Ottfried Preußler, unter anderem der Schöpfer von vom Räuber Hotzenplotz. Den gibt es, glaube ich, gerade nochmal nachgesehen, leider noch nicht als E-Book. Dagegen können Sie Krabat schon zum Beispiel bei Amazon als E-Book bekommen. Wahrscheinlich auch noch nicht seit allzu langer Zeit, aber die Zeiten ändern sich schnell. Ein paar ganz kurze Momentaufnahmen von gestern und heute. Heute habe ich gerade auf E-Book News gelesen, das Portal, was von Ansgar Warner betreut wird, dass Amazon sein neues mega leichtes Kindle Fire beworben hat. Apple hat sein neues iPad Mini mit besonders hoher Auflösung auf den Markt gebracht. Gerade gestern hat der Deutsche Bibliotheksverband nach einer gesetzlichen Regelung für die Ausleihe von E-Books gerufen. Es verändert sich offensichtlich vieles und sehr schnell beim elektronischen Lesen. Und viele Bereiche, viele Menschen interessieren sich natürlich dafür, was aus dem elektronischen Lesen wird. Dass sich diese Veränderung wahrscheinlich sogar beschleunigt in Zukunft. Man sollte sich also nicht mehr die Frage stellen, was verändert sich beim Bücherlesen, sondern was bleibt vom Bücherlesen, vom gedruckten Buch, vom Leser, vom Buchhändler, von der Bibliothek. Unsere Referenten heute sind in erster Linie zunächst Ansgar Warner, der ihr sein Buch vorstellt, vom Buch zum Byte. Er ist Chefredakteur und Herausgeber von E-Book News, dem Online-Magazin rund um das Thema elektronisches Lesen. Er ist Journalist und promovierter Literatur- und Kulturwissenschaftler und ist auch journalistisch tätig für Zeitungen unter anderem wie die Taz. Und er ist durchaus auch im Rundfunk aktiv, erscheint, hat Interviews mitgemacht von Deutschlandfunk und Deutschlandradio. Mittlerweile arbeitet er als freier Autor und Producer im Medienbüro Mitte in Berlin. Ralf Stockmann ist Sozialwissenschaftler, Gründer von StudIP. Wusste ich bis gerade eben auch noch nicht ganz genau, was es ist. Meine Studienzeit ist auch schon ein bisschen länger her. Das ist ein internetbasiertes Lern- und Projektmanagementsystem. Gobi, unser Workflow-Software für Digitalisierungsprojekte und andere Open-Source-Projekte. Podcaster, Power-Twitterer und er leitete das Göttinger Digitalisierungszentrum bis 2012. Jetzt ist er hier bei uns in der Staatsbibliothek Referatsleiter für Innovationsmanagement. Dann haben wir als weiteren Referenten, der hier noch ein Statement abgeben wird, Herrn Volker Oppmann. Er war Verleger oder ist noch Verleger von Onkel und Onkel. Er hat im Sommer 2008 Texttunes initiiert, das er verkauft hat, wenn ich das richtig sehe, und was seit Sommer 2011 zu Thalia gehört. Seit Ende März ist er dort ausgestiegen, um eine gemeinnützige E-Book-Plattform namens Logos aufzubauen, was das Ganze dann auch für uns hier interessant macht für diese Veranstaltung. Und seine Grundregel lautet, habe ich vorhin gesehen, aus einem Interviewauszug, when the flow don't go. Und er ist offensichtlich nicht ganz zum elektronischen Buch übergetreten, sondern er empfiehlt auch seinen analogen Notizblock, den er ständig bei sich trägt. Ja, das Ganze sollte eine weitgehend sich selbst moderierende Veranstaltung werden. Nach den Beiträgen unserer Referenten besteht die Möglichkeit zur Diskussion und ich gehe davon aus, dass Sie davon auch reichhaltig Gebrauch machen werden. Vielen Dank.
Ja, von mir aus kannst du losgehen. Also entweder, Ansgar, kannst du hier hinkommen oder fährst von dem Platz aus machen. Ja. Vom Sound her dann so okay ist so irgendwie noch ein bisschen richtig dran. Okay, ja, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, vom Buch zum Byte gibt es nicht nur als E-Book, obwohl es um die Geschichte der E-Books geht, sondern neuerdings auch als gedrucktes Buch, als Print on Demand. Aber im Grunde genommen ist es ja auch nur eine Art ausgedrucktes E-Book, denn man kann es auf der ganzen Welt bestellen. Es wird dann irgendwo in einem Logistikzentrum schnell vom Digitaldrucker ausgedruckt und dann zugestellt. Ja, die kurze Geschichte des E-Books ist der Untertitel. So ganz kurz ist die Geschichte so von der historischen Zeitspanne eigentlich gar nicht. Also ich habe jetzt den Beginn bei 1945 angesetzt und erzähle das dann hier in dem Buch so ungefähr bis 2012, so also kurz nach der Einführung von des iPads und der Entwicklung von Lese-Apps. Und am Ende gibt es noch einen kurzen Ausblick. Ich habe mir gedacht, mal einfach mein Lieblingskapitel herauszugreifen. Das Buch ist so gegliedert immer in 10 Jahresschritten. Also ganz am Anfang gibt es einen Sprung von 45 bis 1970 geht es. Und ich lese jetzt mal das Kapitel aus dem Kapitel zu den 70er Jahren vor. Das trägt die Überschrift Born on the 4th of July. Und wir werden auch gleich merken, warum das so ist. Eine schönere Gründungslegende für das elektronische Buch kann man sich kaum vorstellen. Pünktlich zum 4. Juli 1971 tippte Michael S. Hart den kompletten Text der Declaration of Independence, ist in diesem Fall jetzt groß geschrieben, in das Terminal einer Xerox Sigma 5 Großrechneranlage der Universität von Illinois. Die Schreibweise, also Kapitelchen, ist in diesem Fall tatsächlich historisch, denn der begrenzte Zeichensatz enthielt damals nur Großbuchstaben. Begrenzt war auch der Zugang zu einem der wenigen Computer im Material Research Lab der Universität, doch freundliche Administratoren hatten dem Mathematikstudenten zur Feier des Unabhängigkeitstages einen Account mit unbegrenzter Rechenzeit eingerichtet, was nach damaligen Standards einem Wert von mindestens 100 Millionen Dollar entsprach. Also Rechenzeit war wirklich teuer damals noch. Was konnte man mit so einem Schatz anfangen? Michael Hart sagt dazu selbst in einem Text, der The History and Philosophy of Project Gutenberg heißt, und er spricht jetzt in der dritten Person von sich selbst. Michael kam zu dem Entschluss, dass er mit normaler Rechnerarbeit nichts produzieren könnte, was der ihm geschenkten Menge an wertvoller Rechenzeit gleichkäme. Deswegen musste er einen Gegenwert in anderer Form schaffen. So verkündete er: Der größte Wert einer Rechenmaschine wäre nicht das Rechnen, sondern das Speichern, Abrufen und Suchen der Informationen, die in unseren Bibliotheken gespeichert sind. Bei der Verbreitung der ersten E-Books der Welt konnte sich Hart auf eine weitere technische Errungenschaft stützen. Das Materials Research Lab der Universität von Illinois war nämlich einer von damals 15 Netzknotenpunkten des ARPANETs, also der Vorgänger des Internets, noch mit eher so militärischem Schwerpunkt. Theoretisch hätte Hart das erste E-Book der Welt, also die Declaration of Independence, sogar schon per E-Mail verschicken können. Doch mit 5 Kilobytes war die Datenmenge so groß, dass eine Überlastung des Netzwerks drohte. Deswegen informierte Hart seine Kollegen auf dem Wege der elektronischen Post lediglich, wo die Textdatei abgelegt war. Und daraufhin wurde das erste E-Book der Welt, wenn man so will, von 6 Personen heruntergeladen. Also für damalige Verhältnisse fast schon ein virales Ereignis, kann man sagen. Ja, damit war nicht nur technisch, sondern auch konzeptuell der Grundstein für das Project Gutenberg gelegt. Project mit C geschrieben, also nicht zu verwechseln mit der Abspaltung, der deutschen Abspaltung, Projekt Gutenberg. Der Grundgedanke war, wenn alles, was in den Computer eingegeben wird, sich in unendlicher Zahl vervielfältigen lässt, dann kann man mithilfe dieser Replikator-Technologie, das war wirklich der Begriff, den Michael Hart gebraucht hat, Replicator Technology, dann konnte man damit so viele Bücher wie möglich für so viele Menschen wie möglich verfügbar machen, und zwar kostenlos. Und das spiegelt sich auch noch so ein bisschen wieder in dem enthusiastischen Mission Statement des Project Gutenberg. Das hatte 3 Punkte zu Anfang. Also erstens die Entstehung und Verbreitung von E-Books fördern,
die Überwindung von Unwissen und Analphabetismus unterstützen und drittens den Menschen so viele E-Books wie möglich geben. Ja, die unbegrenzte Verbreitung funktionierte natürlich nur bei Texten, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt waren. Zumindest nur auf legale Weise war es so möglich. Michael Hart war zwar kein Freund des Copyrights, das auf keinen Fall, aber er war auch kein Datenpirat, wie man das heute bezeichnen würde. Also somit bestand die und besteht die virtuelle Bibliothek des Project Gutenberg vor allem aus Werken, die vor 1900 geschrieben wurden und eben im Bereich der Public Domain sind, wie es in den USA heißt. Bei technischen Beschränkungen zeigte sich der Erfinder des E-Books allerdings kompromisslos, um die elektronischen Texte buchstäblich auf 99%, oder vielleicht sogar 99,9% aller bestehenden und zukünftigen Hardware lesbar zu machen, setzte Hart auf den strengen Standard des ASCII-Codes, also American Standard Code for Information Interchange. Scherzhaft wird das auch Plain Vanilla ASCII genannt, sozusagen wie bei einer Eisdiele, bei der es nur Vanilleeis gibt. Kursivierungen, Fettdruck oder Unterstreichungen wurden ganz einfach in Großbuchstaben verwandelt, zumindest anfangs. Michael Harts ambitioniertes Ziel bestand darin, bis zum Jahr 2000 mindestens 10.000 Bücher zu digitalisieren. Das schien Anfang der 70er Jahre reine Utopie zu sein, denn die Texte mussten erstmal mühsam abgetippt und dann auf Fehler überprüft werden. Aber immerhin bis 1987 kopierte der Gründer von Project Gutenberg in seinem modernen Skriptorium zusammen mit einer wachsenden Zahl von fleißigen Helfern auf diese Weise immerhin mehr als 300 Werke aus dem Bereich der Public Domain. Danach kamen dann auch so langsam Scanner und Texterkennungssoftware zum Einsatz. Doch letztlich kann man sagen, dass erst das World Wide Web für genügend Manpower und technische Ressourcen gesorgt hat, um das hochgesteckte Ziel zumindest beinahe zu erreichen. Also die Zahl von 10.000 digitalisierten Klassikern wurde dann 2003 erreicht. Aber immerhin, 3 Jahre nach dem Termin, ist ja auch nicht schlecht. Zu diesem Zeitpunkt lag Michael Harts Pioniertat technisch gesehen natürlich schon ein ganzes Zeitalter zurück. Wenn man da nochmal zurückschaut, war ein Problem in der Startphase neben der manuellen Arbeit ganz einfach der knappe Speicherplatz. Also Michael Hart schreibt rückblickend dann selbst: Als wir anfingen, mussten die Dateien sehr klein sein, denn bereits ein normales Buch mit 300 Seiten nahm 1 Megabyte ein. Eine solche Menge an Speicherplatz besaß im Jahr 1971 niemand. So schien die Unabhängigkeitserklärung mit nur 5 Kilobyte ein guter Startpunkt zu sein. Als nächstes folgte die Bill of Rights, danach die gesamte US-Verfassung, als der Speicherplatz wuchs, zumindest in den Maßstäben von 1972, 73 und FF. Dann war die Bibel an der Reihe, da die einzelnen Bücher der Bibel nicht so umfangreich sind. Dann Shakespeare, ein Stück nach dem anderen. Dann viele weitere Werke aus der einfachen und anspruchsvolleren Literatur sowie Nachschlagewerke. Ja, die Bibel war für ein Projekt mit dem Namen, mit Gutenberg im Namen, natürlich auch so ein bisschen was wie ein Pflichtprogramm. Auch wenn Michael Hart sich der Unterschiede zwischen dem Druck mit beweglichen Lettern und den von ihm ins Leben gerufenen E-Texten oder E-Books durchaus bewusst war, konnte man zu Gutenbergs Zeiten erstmals überhaupt Bücher zu einem erschwinglichen Preis erwerben, also vorausgesetzt, man hatte die notwendigen Mittel. Ermöglichen E-Books ja nun quasi zum Nulltarif den Besitz einer kompletten Bibliothek und eine Bibliothek, die sich zudem dann noch bequem herumtragen ließ, zumindest seitdem die Disketten dann kleiner geworden waren. Ja, was mit der Verbreitung der Declaration of Independence begonnen hatte, war damit zugleich auch eine bewusste Unabhängigkeitserklärung vom Printbuch. Im Jahr 1998 formulierte Michael Hart rückblickend: Wir halten den elektronischen Text für ein neues Medium, unabhängig vom Papier. Einzige Gemeinsamkeit ist, dass wir dieselben Werke verbreiten. Aber ich glaube nicht, dass das Papier noch mit dem elektronischen Text konkurrieren kann, sobald die Menschen sich daran gewöhnt haben. Ja, so viel zu dem Kapitel aus vom Buch zum Byte. Und um die Diskussion jetzt gleich mal ein bisschen anzuheizen, ja, habe ich mal versucht, ausgehend von diesem Kapitel und den weiteren Schritten, die ich da gehe, in von Buch zum Byte, mal so ein kurzes Drei-Phasen-Modell der E-Book-Entwicklung
zusammenzustellen. Tatsächlich hat es ja erstaunlich lange gedauert, bis elektronische Bücher dann überhaupt in der Öffentlichkeit so richtig wahrgenommen wurden und auch dann von der Buchbranche als ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt empfunden wurden. Im Grunde genommen hat das noch mindestens bis in die 90er Jahre gedauert. Hans Magnus Enzensberger hat eine solche Entwicklung interessanterweise schon im Jahr 1970 vorhergesehen, also sogar noch ein Jahr vor Michael Harts Project Gutenberg. Er schreibt nämlich in seinem legendären Baukasten zur Theorie der Medien: Zwar ist das Buch weniger handlich und raumsparend als andere Speichersysteme, doch bietet es bisher einfachere Möglichkeiten des Zugriffs als beispielsweise der Mikrofilm oder der Magnetspeicher. Es dürfte als Grenzfall in das System der neuen Medien integriert werden und dabei die Reste seiner kultischen und rituellen Aura verlieren. Und das wiederum, dieses Verlieren der kultischen und rituellen Aura, hat viel damit zu tun, dass die erste Phase der E-Book-Geschichte nicht nur etwas mit E-Books als Endprodukt zu tun hat. Es wird zwar in den Jahrzehnten, 70er, 80er Jahre, sehr viel mit elektronischem Lesen experimentiert, wenn man jetzt nur mal so an Dinge denkt wie Videotext oder Text-Adventures auf dem Homecomputer, Hypertext-Romane auf Disketten oder dann CD-ROM-Bibliotheken. Aber gleichzeitig wird ja eben auch die klassische Buchproduktion elektronisiert und digitalisiert. Also es gibt diesen Schritt vom Setzen zum Layout am Bildschirm, von der alten Druckerpresse mit Bleisatz zum Offsetdruck und anderen Techniken. Die Logistik und der Vertrieb verändern sich. Aber der Endkunde hält ja immer noch ein gedrucktes Buch in der Hand und ist sich eigentlich gar nicht bewusst, dass dieses Buch zwischendurch dann auch in den 80er Jahren längst schon mal ein E-Book gewesen ist in der Zwischenphase, das dann, oder eine elektronische Druckdatei, die dann eben am Ende einfach nur ausgedruckt wird. Insofern ist das Interessante für diese erste Phase der E-Book-Entwicklung, dass sich E-Books und Bücher eigentlich schon technisch sehr nahe kommen, aber weil die technologische Entwicklung noch so losgelöst vom Endprodukt stattfindet, das in den Regalen steht, sind in der Vorstellung der Öffentlichkeit Buch und E-Book im Grunde genommen noch maximal entfernt. Also da wird kein wirklicher Gegensatz wahrgenommen. Das wird nicht als Konkurrenzprodukt oder als Skandal sogar empfunden. Im Grunde genommen wird es ja eigentlich nicht mal ernst genommen. Wenn man sich jetzt mal an die Diskurse der 60er, 70er Jahre erinnert, also McLuhan zum Beispiel oder auch dystopische Romane wie Fahrenheit 451, stehen sich eigentlich eher allgemein elektronische Medien, also vor allen Dingen das Fernsehen dann und die Buchkultur gegenüber, oder wenn überhaupt dann das gute Buch, das noch so richtig schön mit Bleisatz gedruckt wurde und sauber lektoriert ist, und das billige Taschenbuch. Insofern die zweite Phase der E-Book Geschichte, wo es dann wirklich konkret wird, auch in der Diskussion, in der Öffentlichkeit, die fängt erst relativ spät an. Also auch die Konfrontation von Buch und E-Book, im Grunde genommen kann man die eigentlich vor knapp 6 Jahren dann ansetzen, diesen richtigen Umbruch. Also mit Amazons Kindle Reader, also das ist ja im Jahr 2007, wird er zum ersten Mal auf den Markt gebracht. Es ist nicht der allererste E-Ink-Reader, aber der erste, der eben so massenhaft vermarktet wird. Und auch der erste E-Reader, der dann gleichzeitig damit ein überhaupt maßgebliches Angebot an kommerziellen Titeln auch mitbringt. Und was eben auch interessant ist, mit dem Kindle wird das Lesen nicht nur mobil, sondern auch vernetzt. Also der Kindle-Reader ist ja von Anfang an im Grunde so eine Art Kreuzung zwischen Mobiltelefon und Lesegerät, weil da eine Mobilfunkkarte auch drin ist. Also Literatur bekommt sozusagen den Always-On-Status dann im Jahr 2007. Und gleichzeitig passiert dann kulturell oder, ja, wenn man will, wahrnehmungstechnisch ein ganz bemerkenswerter Rückschritt. Denn dieser grundsätzliche mediale Unterschied zwischen Buch und E-Book, der dann plötzlich da ist, den man in der Hand halten kann, den man kaufen kann, der wird mit technischen und juristischen Tricks wieder eingeebnet. Also um überhaupt Akzeptanz zu schaffen für E-Books, ob jetzt bei Verlagen, bei Buchhändlern oder auch überhaupt bei konservativen Lesern, versucht man also möglichst viele Aspekte klassischer Printbücher zu simulieren.
Und das machen wir momentan eigentlich auch noch, also vom elektronischen Papier eben über den Verkauf zu buchähnlichen Preisen, eigentlich ist es ja der Erwerb von Leselizenzen, bis hin zur künstlichen Verknappung durch Digital Rights Management, Kopierschutz. Ja, und in dieser Phase der Buchsimulation befinden wir uns eigentlich immer noch sechs Jahre nach dem Start des Kindle. Ich glaube allerdings nicht, dass sich diese Form der Simulation von Büchern im Medium E-Book noch lange durchhalten lässt. Und viele Leser, besser gesagt, ja, Buchhandelskunden, sehen das mittlerweile ja schon ähnlich. Insofern kann man auch schon davon sprechen, dass die dritte Phase der E-Book-Geschichte und der E-Book-Evolution schon absehbar ist und schon im Entstehen begriffen ist. Es gab eine ganz interessante Statistik jetzt zur Buchmesse vom Branchenverband Bitkom herausgegeben. Demnach sagen schon 50% der E-Book-Nutzer, dass sie E-Books nicht nur ganz normal kaufen, so als einzelnes E-Book, sondern auch ausleihen via Onleihe, mieten per Flatrate, also die Scope-App zum Beispiel, oder ganz einfach kostenlos runterladen, jetzt Gratis-Marketing zum Beispiel oder auch Public-Domain-Titel. Und wenn man das mal so ein bisschen im Kopf hochrechnet, bedeutet das eigentlich, dass, weil ja auch diese Angebote günstiger sind als viele kommerzielle Titel, dass wahrscheinlich schon über die Hälfte der E-Books tatsächlich nicht gekauft, sondern in anderen Formen eben konsumiert wird. Ich denke, für Michael Hart, wenn man ihn mal jetzt als Vater des E-Books bezeichnen will, wäre das sicherlich sehr verständlich, dieser Trend, das würde ihm bestimmt gefallen. Wenn man sich nochmal diesen dritten Punkt des Mission Statements von Project Gutenberg ins Gedächtnis ruft, das heißt ja, wir wollen den Menschen so viele E-Books wie möglich geben. Und ja, genau das ist, glaube ich, auch das Potenzial, das in E-Books eben steckt, diese Replikator-Technologie, die möglichst einfache Vervielfachung. Und im Grunde genommen ähnelt somit die dritte Phase der E-Book-Geschichte wieder stark der ersten Phase. Also E-Books werden frei und beweglich, so ähnlich wie es die ersten E-Texte auch schon waren. Und ich denke, die E-Books der Zukunft ähneln auch stärker einer Ressource wie Leitungswasser und weniger einer einzelnen Ware, die man so verpacken und so kontrollieren kann. Insofern, ja, geht die Suche nach dem, was E-Books eigentlich sind, auf jeden Fall weiter und damit auch die Suche danach, was man mit ihnen machen kann, wie man mit ihnen Geld verdienen kann. Ja, wenn man eins zur Zukunft des E-Books sagen kann, ist es sicherlich das, dass die Zeit der Experimente noch längst nicht vorbei ist. Aber ja, ich denke, das macht auch das Thema E-Books so spannend und auch die Diskussion darüber. Und ja, können wir jetzt mal einsteigen. Reflex, ich wollte sofort vielen Dank sagen, so was man bei Beifall hört. Okay, wir wollen ja ein bisschen auch über das Buch reden und vielleicht im Detail auch streiten. Das Buch führt ja im Titel den Begriff Geschichte mit auf. Und als ich das gelesen habe, fühlte ich irgendwann so, dass das doch tiefe Verlangen, ja, die Geschichte ist ja schön, aber ich möchte doch eigentlich viel mehr über die Zukunft wissen und wo wird es von hier aus eigentlich hinlaufen. Und das löst das Buch dann an der Stelle natürlich nicht ein, außer im letzten Kapitel, wo es ein paar sehr kurze Abrisse waren. Ein paar Punkte hast du jetzt gerade eben schon genannt. Ich habe für mein Statement zwei Bereiche rausgepickt, die, wo ich denke, bevor die nicht irgendwie vernünftig gelöst sind, wird das mit dem E-Books und dem mit der Zukunft der Menschheit insgesamt nichts. Um mich maximal anschlussfähig zu halten mit meiner Meinung, ist das erste Statement davon sehr progressiv und das zweite Statement enorm konservativ und nahezu reaktionär. Und man kann sich dann also hinterher dann irgendwo so in der Mitte dazwischen verorten. Zu dem ersten progressiven Statement, um auf die Einleitung zurückzukommen, da wurde auf die Ausstellung draußen verwiesen, Räuber Hotzenplotz liegt ja noch nicht als E-Book vor. Das ist natürlich also ein Irrtum. Das ist also, dem ist nicht so. Natürlich gibt es den Räuber Hotzenplotz als E-Book, wir können ihn nur nicht als solchen kaufen. Ich habe direkt dafür einen kleinen Bühnentrick vorbereitet und zwar, das letzte Buch, was ich also gelesen habe, ist also hier von Byung-Chul Han,
Digitale Rationalität und das Ende des kommunikativen Handelns. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt. Er ist also ein Philosoph, mittlerweile in Berlin, extrem krawallige Streitschrift, habe ich ganz gerne gelesen. Dieses Buch ist in einem ausgesprochen bedauerlichen Zustand hier. Sprich, ich habe es in seiner Einzelseite zerlegt. Und das liegt nicht daran, dass die Bindung so desaströs ist, sondern der gute Herr Hahn weigert sich beharrlich, sein Werk in irgendeiner Art und Weise elektronisch zur Verfügung zu stellen. Und das ist nicht mehr so, wie ich damit arbeiten kann. Was habe ich also gemacht? Ich habe das analoge Werk genommen, ich habe den Rücken aufgeschnitten, ich habe die Einzelseiten zu Hause durch meinen Dokumentenfeeder durchgeschickt. Das ist einer, mit dem man normalerweise eigentlich eher so in Richtung papierloses Büro versucht zu arbeiten. Aber das scannt also zweiseitig und nach ungefähr 4 Minuten ist also der ganze Band durchgelaufen. Danach kommt eine kleine OCR drüber, Abbey Fine Reader, kostet ungefähr 60 Euro. Und in 20 Minuten hatte ich dann also insgesamt, hat die Gesamtaktion gedauert, hatte ich dann also meine EPUB, was ich dann auf Readmill hochgestellt habe, um dort also dann meine entsprechenden Passagen wiederzufinden. So, ob Herr Hahn jetzt davon begeistert ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt relativ egal, weil ich lese nur noch so. Der Punkt ist halt, sobald ich dieses EPUB dann fertig hatte und fertig gebaut hatte, ist es natürlich nur noch einen einzigen Mausklick entfernt, das Ganze in irgendeine Buchtauschbörse einzuspeisen. Und von da ab ist es dann einfach mal in der Welt und niemand kann es mehr irgendwo aufhalten. Das heißt also, wenn ich das schon schaffe, als jemand, der jetzt auch schon etwas fortgeschritten im Alter ist und die Jugend hat noch ganz andere Tricks auf Lager, die Debatte, ob man heutzutage ein Buch digital veröffentlicht oder nicht, die können wir sofort streichen. Ja, das ist kein Thema, über das man noch ernsthaft diskutieren muss. Bücher sind im Jahr 2013 vollkommen digital, egal ob die Autoren oder die Verlage das möchten oder nicht, sie werden es schlicht und greifend überhaupt nicht verhindern können. Ja, der Geist ist aus der Flasche. Das ist dasselbe Prinzip, wie als in den Rechnern die ersten CD-ROM-Laufwerke drin waren. Plötzlich konnte man Audio-CDs rippen, egal was für ein Kopierschutz draufgelegt wurde. Das hindert die Leute einfach nicht. Im Zweifelsfall schneiden wir sie halt auf und fiedern sie. In 20 Minuten ist das Thema gegessen. Da muss ich mich noch nicht mal mit irgendeinem DRM-Rechtemanagement rumärgern. Das heißt also, Statement Nummer 1, wir können es ohnehin nicht verhindern. Bücher sind ab heute digital. Der Punkt ist natürlich, warum mache ich mir diese ganzen Mühe? Eigentlich mag ich ja auch durchaus Papier. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das digitale Lesen einfach enorm viele Vorteile bietet. Der erste davon ist rein egoistisch. Ich möchte alles wiederfinden können, was ich unterstreiche. Gerade bei Sachbüchern wie diesem hier bin ich halt wirklich dabei, vieles anzustreichen, kurze Kommentare dran zu schreiben. Jetzt habe ich also zu Hause meine Bücherwand mit irgendwie dann doch ein paar hundert erklecklichen Büchern drin und ich weiß absolut nicht mehr, was ich in welchem Buch irgendwo hinterstrichen habe. Ja, natürlich stelle ich mich ja nicht kontemplativ davor, um zu überlegen, hier habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt, da möchte ich mal schauen, was steht denn da. Das ist einfach nicht performant, wenn man ansonsten sehr digital arbeitet. Was mir jetzt diese Art des Lesens ermöglicht, ist, dass ich sofort sehen kann, wo habe ich jemals das Wort Liebe unterstrichen, in welchen Büchern. Ja? Welche Bücher habe ich wann eigentlich überhaupt gelesen, in was für Lebenssituationen war ich da, was waren meine Gedanken dazu. All das habe ich direkt im Zugriff. Das kann mir ein analoges Medium einfach nicht mehr bieten. Die nächste Evolutionsstufe, und das heißt jetzt in den letzten Wochen durch die Buchmesse auch sehr präsent geworden, ist dann eben wirklich das vernetzte oder soziale Lesen, wie Sascha Lobo ist jetzt auch mit seinen So-Books von Social Books abgeleitet, propagiert, dass man eben diesen, ich habe das unterstrichen, weil ich es interessant finde, ich stelle ihr einen Kommentar hin, dass man das eben auch kollaborativ tun kann. Und man kann dann darüber streiten über das Buch und wie verhalte ich mich zu dieser Passage. Ne? Genauso wie ich es jetzt beispielsweise auch mit dem Buch von heute, vom Buch zum Byte, kann man also auch auf Readmill sich von mir anschauen, welche Passagen ich also besonders bemerkenswert fand oder wo ich denke, dass der Ortho dort zu kurz greift. Ja? Und Sie alle könnten jetzt also in die Debatte mit mir dort entsprechend einstimmen. Das klappt einfach mit der analogen Form bis auf Weiteres nichts mehr. Der Punkt ist, all diese Zukunft, die ich persönlich sehr erquicklich finde, weil dereinst werden Leute zum Beispiel fragen können, wie haben unsere Eltern dieses Buch gelesen oder die Generation unserer Eltern oder wie lesen Deutsche ein Buch versus Franzosen oder Amerikaner? Sind denen irgendwie ganz unterschiedliche Dinge wichtig? Wie veränderte sich die Lesegewohnheiten innerhalb von verschiedenen Jahrzehnten oder innerhalb von Kulturkreisen? All das sind so im Bereich Schlagwort Big Data enorm spannende
Fragen, wo das Buch plötzlich eine ganz neue Dimension bekommt. All das wird verhindert derzeit durch DRM, entweder in dem Buch oder von Sascha Lobo. Ich meine, aber in dem Buch stand drin Kopierschutz für technisch Minderbemittelte. Das heißt also, wenn man will, kann man ohnehin jetzt schon jedes Buch DDRMisieren, das heißt also den Kopierschutz aufheben. Wir haben exakt dieselbe Situation wie auf der CD. Ja. Und es ist wirklich absolut hochnotdringend, dass die Verlage begreifen, dass sie diesen Kopierschutz loswerden müssen, damit wir mit den Büchern wirklich so umgehen können, wie es Bücher wirklich verdient haben. Weil aufhalten, A, können wir es ohnehin nicht. Und ja, das ist also das Hauptargument, was von den Verlagen ja immer angebracht wird, ist, naja, aber dann wird es ja wild raubkopiert oder raubmordkopiert und dann kann niemand mehr Geld damit verdienen. Dieses Argument wird also gebetsmühlenartig Jahr um Jahr um Jahr vorgetragen. Und das Absurde daran ist, dass es also nun wirklich diverseste Studien gibt, die exakt das Gegenteil belegen. Ja, also es gab diesen Fall von O'Reilly, das ist schon richtig lange her, ich glaube 2010 war es, ihren ganzen Katalog ohne DRM angeboten haben. Und innerhalb des nächsten Jahres ist der Umsatz um 105% gestiegen und nicht gefallen. Ja. Weiteres Beispiel aus der anderen Branche, weil immer gesagt wird, es soll uns nicht so gehen wie der Musikindustrie. Ja? Schaut man sich doch mal an, was ist denn mit Apple und iTunes passiert, als sie, das ist jetzt auch so 4-5 Jahre her, das DRM von ihren iTunes MP3-Files entfernt haben. Hat Apple auch nur ein einziges Lied weniger durchverkauft? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ja, die Leute wollen die freien Formate haben. Und wenn ich eben mit einem Klick auf ein freies Format habe, bezahle ich das sehr viel lieber als eins, was komplett eingesperrt ist. Und das ist also nahezu absurd, dass sich dem also die Verlage und die Autoren verhindern. Weil A, können sie es eh nicht aufhalten und B, das Gegenteil ist bewiesen. Da sollte man also nicht dieser Propaganda verfallen. So, das war der progressive Part, jetzt kommt der reaktionäre Part. Ich bin erschüttert über den Zustand der E-Books. Diejenigen, die irgendwie meinen Accounts folgen, können jetzt schon mal die Augen verdrehen, weil das ist also ein Thema, was ich also regelmäßig bis hin zu Sponn und Stiftung Warentest anprangere. E-Books sehen unfassbar schlecht aus. Und das ist also ein Skandal, dass wir jahrhundertealte Buchdruckkunst innerhalb von wenigen Jahren ohne jede Not einfach so über Bord gekippt haben. Der erste Punkt, den haben wir einigermaßen gelöst, das ist die Auflösung und das ist, dass wir also mit E-Ink vernünftig lesen können, ohne dass es flimmert, ohne dass uns irgendwie die Augen schmerzen. Ja, das ist alles schon mal gut. Also so ein Kindle Paperwhite ist im Prinzip daraufhin wirklich eine prima Sache, kann man exakt genauso gut lesen wie ein analoges Blatt Papier. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, der Kindle formatiert seinen Text als Blocksatz, ja, also links und rechts bündig formatiert, ohne Silbentrennung. Was dazu führt, dass gefühlt in jeder fünften Zeile die Buchstaben gesperrt stehen, wenn eben entsprechend längere Wörter da stehen. Das ist im Englischen fällt das nicht so sehr auf, weil das Englische einfach statistisch sehr viel kürzere Worte hat als das Deutsche. Im Deutschen ist es aber einigermaßen deprimierend, dass man also bei jeder vierten Zeile denkt, oh, da steht ein gesperrtes Wort, ach nein, es ist gar nicht gesperrt, das ist einfach nur, weil hier die Silbentrennung fehlt. Es ist mir einigermaßen unerklärlich, A, warum Amazon das tut, weil entsprechende Open-Source-Algorithmen für Silbentrennung also nun wirklich seit 10 Jahren auf dem Markt sind. Der zweite Punkt, den ich noch viel skandalöser finde, und das prangere ich auch diesem Buch an, weil es auch dort nicht auftaucht, warum wird das nicht thematisiert? Ja, es gibt diverse Studien, die also genau belegen, wie die Lesegeschwindigkeit mit der Qualität des Textes zu tun hat. Und hallo, wir reden hier über Silbentrennung im Jahr 2013. Ich rede noch nicht einmal über Dinge wie Ligaturen, also das Ineinanderüberschneiden von Buchstaben, Körning und ähnliches. Auch das ist alles gelöst, diese Probleme, aber auch die finden nicht statt in den E-Book-Readern. Wir haben im Jahr 2013 eine absolut desaströse Typografie in kommerziellen Produkten und das soll die Zukunft sein. Ja? Wir könnten es hier und jetzt lösen, die Software ist da, man müsste einfach nur mal Kindle ordentlich in den Arsch treten. Es gibt einen wirklich absurden Twitter-Wechsel, der ist auch public, den wird man wahrscheinlich noch finden, zwischen mir und der Redakteurin des letzten Stiftung Warentests, wo also E-Book-Reader getestet werden. Und ich sie also frage, warum das keine Kategorie ist, die in deren Bewertungssystem eigentlich aufgenommen worden ist. Ihre erste Antwort war, ja, das haben wir getestet. Ja, wo habt ihr es denn getestet? Ich habe es im FreeSex nicht gefunden. Ja, das ist irgendwo da unter Bedienung. So, und dann redet sie sich also irgendwie 5-mal raus, wo es angeblich sei und hinterher nach 10-mal Ping-Pong kommt, ja, wahrscheinlich wurde es irgendwie doch nicht getestet, weil es ist irgendwie keinem aufgefallen.
abprallen. Das war übrigens auch die Antwort von dem Chefredakteur von Spiegel Online, den ich angesprochen hatte, als er nämlich auch so einen Test drin hatte, warum das nicht getestet wird, dass da keine Silbentrennung ist und das Ganze irgendwie Blocksatz. Ja, auch ist mir nicht so aufgefallen. Ja. So, und das kann kein Zustand sein, der weiter anhalten darf. Und ich schreie also in die Welt hinaus, Leute, ja, wir wollen E-Books, ja, sie müssen DRM-frei sein, aber bitte, bitte, bitte berücksichtigt doch etwas von dem, was wir in den letzten 100 Jahren an Ästhetik und an Lesbarkeit uns angeschafft haben. Und der jetzige Status quo darf hier wirklich nicht das Ende sein. Danke. So, ich meine, das Schöne ist ja, dass, obwohl wir uns vorher nicht abgesprochen haben, wer was sagt, wir uns aber wunderbar die Klinke in die Hand geben und eines zum anderen führt. Also, ich würde insofern nahtlos an dich anschließen, Ralf, weil was das Potenzial von E-Books ist, das hast du ja schon ziemlich gut deutlich gemacht. Also gerade die Möglichkeit, ich kann meine eigenen Anmerkungen tatsächlich wiederfinden, ich kann Kommentare schreiben, ich kann diese Kommentare verwalten. Ich habe das Ganze in einer Sammlung und dadurch natürlich einen Mehrwert, der viel, viel mehr ist als die Summe der einzelnen Bücher, die da in meiner Bibliothek stehen. Und das ist auch genau der Punkt, an dem wir angesetzt haben und was dann im Endeffekt zu dem Projekt Logos geführt hat, das wir gerade versuchen auf die Beine zu bringen, weil uns über das Nachdenken darüber, was denn eigentlich gerade passiert im Markt, wie vorhin schon eingangs gesagt wurde, ich bin selber klassischer Verleger. Mein eigener Verlag ist sehr printlastig. Wir haben noch nicht mal großartig viele E-Books, nämlich, ich glaube, 2. Das heißt, der Verlag ist eigentlich komplett printlastig. Dennoch habe ich natürlich die letzten Jahre nicht nur im im Verlagswesen gearbeitet, sondern eben über Textunes und Antalya auch im Buchhandel. Und was mich immer wieder erschüttert, ist, wie wenig tatsächlich in der Branche nachgedacht wird über das, was wir da tun. Und ich erkläre es mir nur so, dadurch, dass man sich ja täglich mit Büchern auseinandersetzt und natürlich die Buchkultur jetzt über Jahrhunderte lang gelernt ist, glaubt man zu wissen, was ein Buch ist und wie ein Buch funktioniert. Also das heißt, man denkt sehr, sehr stark von den Konventionen her. So gut wie keiner in der Branche macht sich aber Gedanken über die Funktionen, die dahinter liegen. Sowohl die Funktion, die ein Buch hat, die einen Text hat, aber auch die Funktion, die wir in unserer jeweiligen Rolle in der Wertschöpfungskette einnehmen. Und so die eigentlich elementare Erkenntnis, die dazu geführt hat, zu sagen, wir brauchen sowas wie eine gemeinnützige E-Book-Plattform, weil nämlich die zu überlegen, was machen wir da eigentlich? Und im Grunde gibt es im digitalen Bereich überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen einem Buchhandel und einer Bibliothek. Der Grund ist der, wir kaufen ja, wenn wir ein E-Book kaufen, in dem Sinne kein Produkt, sondern, ich weiß nicht, hast du es vorhin schon gesagt, Ansgar, wir erwerben eine Nutzungslizenz an einem Inhalt. Der einzige Unterschied, den es im digitalen Bereich zwischen einer Bibliothek und einem Shop gibt, ist im Grunde, erwerbe ich ein zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht, also eher der gefühlte Kauf in einem Laden. Da ist was, das kann ich so lange nutzen, wie ich irgendwie möchte. Oder erwerbe ich ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht, also das heißt eher die gefühlte Leihe in einer Bibliothek. Das war die erste Erkenntnis. Die nächste Erkenntnis war, während normales Buch ja bei uns zu Hause im Bücherregal steht, in meinem Billigregal zum Beispiel, oder ist es hier sind hier in der Stabi versammelt. Das heißt, in unserem realen Leben sind Bücher zum Glück überall um uns herum. Im digitalen Bereich, gerade wenn man jetzt so Richtung Kindle geht, dann stehen diese Bücher aber nicht mehr in unserem Bücherregal zu Hause und sie stehen auch nicht mehr in der Stabi, sondern sie liegen irgendwo auf einem Server. Diesen Server, den kontrolliert aber jetzt nicht ich oder Ansgar als Privatverbraucher oder den kontrolliert auch keine staatliche Stelle, sondern alles, was auf diesem Server liegt, das gehört im Zweifelsfalle Amazon. Wir haben zwar das Gefühl, dass unsere E-Books noch bei uns zu Hause stehen, also so, ich habe die doch auf meinem Kindle. Das stimmt, aber das, was das E-Book eigentlich tatsächlich überhaupt erst leistungsfähig macht, was es funktional macht, das alles passiert auf dem Server, wo eine zentrale Mastercopy liegt, wo auch eben zum Beispiel all meine Anmerkungen, meine Kommentare verwaltet werden. Das gebe ich zwar auf meinem Kindle ein, verwaltet und gespeichert wird es aber vor allem zentral auf einem Server. Und wenn man sich dann mal vorstellt, was das Ganze eigentlich in die Zukunft projiziert bedeutet, dann heißt es eigentlich, dass einige wenige kommerzielle Anbieter, allen voran Amazon, aber auch Apple und andere, riesengroße
digitale Schätze sammeln, riesengroße Bibliotheken aufbauen, weil sich dort auf deren Server nicht nur die E-Books der Autoren und Verlage sammeln, sondern peu à peu über diese sogenannten Social Reading Funktionen tatsächlich auch das Wissen der Nutzer in diese Bibliotheken wandert. Also Ralfs Kommentar, er ist zum Glück bei Readmill, also das ist insofern auf jeden Fall schon besser als bei Amazon. Der Punkt ist aber, da wird ein enormes Wissen gespeichert. Die einzigen, die aber einen vollen Zugriff und die Kontrolle über dieses Wissen haben, sind weder Privatleute noch staatliche Institutionen, sondern es sind kommerzielle Großunternehmen. Und die Gefahr, die wir an der Ecke sehen, ist, dass wir uns in der Versorgung mit digitalen Inhalten in 10, 20 Jahren komplett abhängig gemacht haben von 2, 3, 4, maximal 5 Großunternehmen und danach gibt es so gut wie nichts. Wir haben keinen Zugriff mehr auf unsere Inhalte. Sie stehen nicht mehr zu Hause, sie sind nicht unter unserer Kontrolle, sie liegen auf einem Server. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der wird den meisten Leuten erst bewusst, wenn sie versuchen, das System zu wechseln. Weil, was man oft auch vergisst, gerade Amazon oder Apple haben geschlossene Systeme. Ein Beispiel, um das zu illustrieren, als ich noch bei Thalia war, den Tolino gelauncht haben, zusammen mit den Kollegen von Weltbild, der Telekom und Hugendubel, hatten wir ein riesen Supportaufkommen im Callcenter, weil empörte Kunden angerufen haben, so nach dem Motto, ja, guten Tag, mein Mann, der hatte ja schon den Kindle und ich habe auf dem Kindle ja auch die letzten Jahre schon ganz viele E-Books gekauft und ich selbst habe mir jetzt den Tolino gekauft und ja, wie kriege ich denn jetzt meine E-Books vom Kindle auf den Tolino? Wenn man dämlich war und die ehrliche Antwort gegeben hat, nämlich gar nicht, dann hat man sich erstmal eine 10 Minuten Hasstirade anhören dürfen, was für ein Scheißgerät der Kindle sei und das wäre doch unmöglich, also wie kann man so ein Gerät anbieten? Und man musste dann eine kurze Atempause abwarten und sagen, stopp, Entschuldigung, der Tolino ist nicht das Problem. Der kann andere Dateien importieren, auch andere Formate. Das Problem ist der Kindle. Sie kriegen nämlich ihre auf dem Kindle gekauften Inhalte aus dem Kindle-System nicht raus. Ja, wie, das kann ja gar nicht sein. Das nächste Mal, bevor Sie, das haben wir natürlich nicht gesagt, das muss man ein bisschen anders verpacken, aber die Message wäre eigentlich so, das nächste Mal, bevor Sie irgendwo irgendwelchen AGB zustimmen, gucken Sie doch mal bitte nach, was Sie da zustimmen. Der Punkt ist, in der Tat, habe ich mich mal an so ein schönes System gewöhnt, wie den Kindle oder iBooks. Es ist alles wunderbar, solange ich mich innerhalb dieses Systems bewege und dieses System nicht verlassen möchte. Es ist alles wunderbar, bis nicht irgendwann à la Facebook jemand daherkommt und plötzlich die Nutzungsbedingungen ändert, wo ich dann merke, oh Moment, damit bin ich mir nicht mehr einverstanden. In dem Moment, wo ich dann nämlich wechseln möchte oder das Bedürfnis verspüre, ist es zu spät, weil ich kann nur dann wechseln, eben um den Preis, dass ich all meine gekauften Bücher bei einem Anbieter zurücklassen muss. Das wäre ungefähr so, wir ziehen um. All die Bücher, also ich muss nicht nur mein Billigregal in meiner alten Wohnung zurücklassen, sondern auch meine ganzen gekauften Bücher. Die Vorstellung ist absurd. Und noch viel schlimmer wird's, wenn ich mir angucke, was passiert eigentlich mit meinen ganzen Anmerkungen oder Kommentaren, die ich geschrieben habe. Selbst bei den offenen Systemen, wo ich die Möglichkeit habe, gekaufte Inhalte zu exportieren, da habe ich vielleicht die Möglichkeiten, meine gekauften E-Books mitzunehmen. Aber all das, was meine Bibliothek für mich wertvoll macht, nämlich meine Anmerkungen, all die Notizen, all das, das muss ich zwangsläufig zurücklassen, weil das eben nicht Teil des E-Books ist, sondern das ist Teil des ausführenden Systems. Und das ist so ein Punkt, als uns das mal klar geworden ist, wo wir gesagt haben, okay, im Endeffekt auf eine Zukunft, wo wir uns als Gesellschaft tatsächlich komplett von einigen US-amerikanischen Großkonzernen abhängig machen in der Nutzung von digitalen Inhalten, haben wir keine Lust, da muss was anderes her, nämlich im weitesten Sinne ein gemeinnütziges System. Und das jetzt auch bitte nicht falsch verstehen, gemeinnützig soll da nicht heißen, dass alle Inhalte dort umsonst wären, weil wir wissen ja auch aus der eigenen Erfahrung, dass Autoren und Verlage Geld verdienen müssen, sondern aus unserer Sicht ist das zentrale Anliegen zu sagen, wir brauchen so eine Art neutralen Betreiber, der all diese Inhalte, sowohl der Autoren, aber auch der Nutzer, die wir ja selbst generieren, tatsächlich in einem neutralen Gebiet, in so einer Art, ich nenne es mal pathetisch, digitalen Bibliothek der Menschheit speichert und damit vor dem Zugriff und der Kontrolle von kommerziellen Großunternehmen sichert. Und das sind leider Gottes aber alles Themen, die scheint bislang weder die Branche noch die Politik wirklich verstanden zu haben, weil wenn man sich den öffentlichen Diskurs anguckt, dann spricht man allenfalls über unterschiedliche Mehrwertsteuersätze und Steuerflucht von Amazon. Aber was tatsächlich gerade passiert, dass wir
wirklich die Hoheit über das Kulturgut Buch verlieren, das scheint die Masse noch nicht verstanden zu haben. Und das hoffe ich mal, dass das langsam ins Bewusstsein einsickert. Das ist mein Auftaktstatement zu diesem Abend. Ich würde mal einfach versuchen, jetzt so ein bisschen live in eine Moderationsrolle rein zu rutschen, weil an einem Punkt könnte man euch jetzt beide ganz gut vernetzen. Du hast gerade eben gesagt, okay, im Prinzip haben wir hier große Datensilos, die entstehen und die Bücher gehören nicht mehr uns und damit auch letztendlich ein Teil unserer kulturellen Zukunft. Jetzt hat ja aber der Ansgar vorhin gesagt, das war so ziemlich der letzte Satz, den du gebracht hast, und den fand ich einen ganz schönen Vergleich. Eine deiner Thesen ist, oder was du dir vorstellen könntest, ist, dass eigentlich Bücher eher sowas werden wie fließendes Wasser. Ja, und dann ist es gar nicht mehr so entscheidend, ob das fließende Wasser jetzt irgendwie von dem oder von den Stadtwerken kommt oder vom Himmel regnet oder irgendwo im See zu finden ist. Worauf ich hinaus will, ist, das schreibst du auch in deinem Buch, dass eventuell ja Streaming-Dienste für Bücher das nächste große Ding werden könnten. Ja, also ich bin jetzt im Musikbereich, die machen das alles so 10 Jahre gefühlt halt vorher. Bin ich jetzt seit irgendwie knapp einem Jahr bei Spotify, wo man im Prinzip jedes, so ziemlich vereinfacht gesprochen, jedes Album der Musikgeschichte eigentlich direkt anklicken kann und dann tönt es aus den Lautsprechern und ich muss aber gar nicht mehr die CD dafür kaufen. Und das finde ich persönlich einen unfassbar großen Segen. Ja, also ich kaufe mir noch ein bisschen Vinyl, aber das ist dann so irgendwie, ne, wieder die reaktionäre Seite von mir. Aber ansonsten, dieser direkte Zugriff auf Streaming-Musik finde ich ganz hervorragend und es ist alles schön sortiert. So, und wenn jetzt also Spotify dicht macht, weiß ich jetzt schon, okay, dann gehe ich halt zum Amazon-Streaming-Dienst und wenn der dicht macht, gehe ich halt irgendwie zum iTunes-Streaming-Dienst. So, ist mir also relativ wurscht eigentlich. Hauptsache irgendwo ist streamt und Hauptsache der Katalog ist vollständig. Wenn man das jetzt so in Bücher überträgt, ja, wir haben jetzt schon erste Modelle, wo man sagt, hier für $10 im Monat kannst du irgendwie 10 Bücher dir ausleihen und lesen. Das geht ja schon sehr in diese Richtung, Flatrate einfach für Bücher lesen. Wäre das nicht eine ganz einfache technische Lösung dieses Problems? Dann können es nämlich gerne die Firmen machen. Solange ich noch ein paar Firmen in Konkurrenz habe, ist es vielleicht gar nicht so dramatisch. Nur eine Frage. Ich glaube auch, dass es sowas wie Streaming für Bücher geben wird, keine Frage. Es gibt ja auch unterschiedliche Bedürfnisse der Nutzung. Die Frage ist bloß, du sagst, na gut, wenn Spotify dicht macht, dann gehe ich ja zu einem anderen. Die Frage ist, was für dich ja deine Bücher wertvoll macht, deine Anmerkungen, dieser Komfort der Verwaltung deiner Anmerkungen. Was ist denn, wenn Readme dicht macht und du plötzlich deine ganzen, also sprichwörtlich deine ganze Bibliothek geklaut ist und nicht mehr da ist? Dann kriegst du vielleicht die Bücher neu, anderweitig, du liegst dir vielleicht umsonst, aber das, was deine Bücher für dich wertvoll macht, das ist weg. Ja, es kommt gerade schon aus dem Publikum. Das ist natürlich ein technisch lösbares Projekt und zufälligerweise arbeitet ihr genau an der Lösung dafür. Also darauf wollte ich natürlich drauf hinaus. Ich glaube, es ist sinnvoll, hier zu unterscheiden zwischen dem Medium auf der einen Seite und quasi dem selbst user-generierten Informationslayer auf der anderen Seite. Ja, und ich glaube, dass das Medium, da können wir einigermaßen entspannt in die Zukunft schauen. Also wie gesagt, wer uns das E-Book hinterher gibt, ist egal. Ich bin fest davon überzeugt, dass die DRMs fallen werden im Buchbereich, wie ich auch bei meinem Statement sagte, weil es technisch einfach gegen Windmühlen hat noch nie jemand irgendwie vernünftig gewonnen. Worüber wir uns jetzt aber zeitig Gedanken machen müssen, ist genau dieser eigene Login-Effekt mit, naja, aber ich habe so viel Liebe und Zeit da rein investiert, das darf jetzt alles nicht für umsonst gewesen sein. Und ein guter Anfang ist schon mal natürlich immer, wenn ich eine Exportfunktion habe. Ne? Und darum sagt es auch schon, Readmill ist ja nur so mittelschrecklich. Wir sitzen ja auch hier in Berlin, da kann ich immerhin mit einem Export alle meine Kommentare und alle meine Metadaten quasi über meine Bücher, kann ich mir da selber rausziehen. Das fehlt mir bei Kindle beispielsweise wirklich. Und das sind wirklich Kategorien, wo ich mir dann auch wieder Rückgriff auf mein Statement wünschen würde, dass so etwas in Tests mal viel prominenter besprochen wird. Ja? Ich habe immer nur, wie leicht ist das Gerät, wie lange hält irgendwie der Akku und ist noch irgendwo ein Pixel mehr auf dem Display. Das sind aber vielleicht im Jahr 2013 überhaupt nicht die zentralen Kategorien, die diskutiert werden sollten. Ansonsten, das ist nämlich auch ein verdammt guter Punkt, den du ansprichst. So waren ja auch immer unsere Gespräche im Geschäftsführungskreis bei Thalia. Wenn man über E-Book spricht, ich habe das Gefühl, wir sprechen immer nur über ja, Technik, weil das ist was der Einzelhändler kennt. Da haben wir ein Produkt, das können wir verkaufen, da gibt es eine gewisse Marge. Das E-Book ist aber nicht der Kindle und das ist auch nicht der Tolino. Um vielleicht zu verdeutlichen, was ich damit meine. Also ein gedrucktes Buch ist ein Komplettprodukt. Das kann ich als Leser sofort aufschlagen und loslesen. Alles, was sozusagen das Buch für mich komfortabel in der Nutzung macht,
das legt im weitesten Sinne der Verlag über die Ausstattung fest. Also habe ich jetzt ein schönes Hardcover, eine Fadenheftung, eine gute Typografie, ein angenehmes Papier, das eben nicht zu sehr, nicht zu hell ist und die Augen ermüdet. Das Buch ist ein toller Wissensspeicher, ist ein komplettes Produkt, ich kann es sofort nutzen. Klasse. Ein E-Book dagegen ist eher allenfalls ein halbes Produkt. Weil in der Form, in der es momentan vertrieben wird, in Form von EPUB, das ist ein Containerformat, da ist Textinformation drin. Mit dieser Textinformation kann ich aber alleine nichts anfangen. Ich kann vielleicht bei Buchhändler XY im Downloadverfahren ein E-Book kaufen, ein EPUB, mit dem kann ich aber nichts anfangen. Ich brauche auf jeden Fall ja eine ausführende Software, die mir den Text interpretiert und darstellt und wie wir schon von Ralf gehört haben, das Ganze oft auch noch gar nicht sehr schick. Und ich brauche natürlich noch ein Gerät. Während aber der ganze Markt momentan noch sehr auf das Gerät fokussiert ist, ist eigentlich das Gerät der unwichtigste Part in dem Ganzen. Es ist ja völlig egal, auf welchem Gerät wir das später mal lesen. Das Entscheidende ist tatsächlich die ausführende Software dahinter, weil die macht die Nutzung dieses E-Books überhaupt erst möglich. Und wenn ich keine Software habe, eben wie zum Beispiel bei Readmill, wo ich meine Anmerkungen toll verwalten kann oder sonstiges, dann hat für mich dieses Buch in dem Sinne auch keinen Mehrwert. Und das sind so die Punkte, über die auch noch viel zu wenig nachgedacht werden. Welche Komponenten sind da alles im Spiel? Ich habe eine Datei, ich habe eine ausführende Software, ich habe irgendwelche Cloud-Dienste, ich habe ein Gerät. Alle Welt guckt auf das Gerät, weil das natürlich die physische Entsprechung vielleicht des gedruckten Buches ist, aber das Gerät ist wirklich der unwichtigste Teil dabei. Also wer aus dem Publikum sich melden möchte, kann gerne ein Mikro benutzen, aber Sie können es auch ohne machen. Mikro wäre ganz gut, dann haben wir es nämlich auch hinterher in der Aufzeichnung mit drauf. Das ist richtig, ja, ich reiß einfach mal durch. Das wird nur von alles uns CC0 nicht kommerziell hier benutzt. Und ich glaube, da liegt auch vielleicht ein grundsätzlicher Punkt, wo das nicht zusammengeht, was du dir gewünscht hast, irgendwie mit schöne Formatierung. Und warum macht sich da keiner Gedanken drüber? Die Techniker, die Software zur Verfügung stellen, die sagen so, wir unterhalten uns immer mit irgendwie Verlegern, die rotgeheulte Augen haben, weil das ja alles überhaupt gar nicht mehr so schön ist wie früher und so toll und so frisch gedruckt riecht. Und wir sollen das aber so schön wie möglich machen. Die haben da Vorstellungen, die wir nicht umsetzen können. Und die Verleger oder die Autoren sagen so, oh, das ist... Wir wollen eigentlich nicht, wir müssen ja. Und das ist letztlich irgendwie beide fühlen sich unter dem Druck, was ja von ihnen erwartet wird, irgendwie so. Ich möchte eigentlich, der Verlag möchte am liebsten ein hässliches E-Book, was ihm die Verkäufe vom Gedruckten nicht kaputt macht. Also das ist so, irgendwie die würden am liebsten, wir müssen es anbieten, aber bitte kauft doch lieber doch das andere. So ist letztendlich, so sag ich mal, der Durchschnittsverleger aufgestellt. Und das merkt der Techniker, der die Software schreiben muss, irgendwie auch. Und dann sagt er, eigentlich will er von mir ein schlechtes Produkt. So, weil er das irgendwie machen muss. Irgendwie die Nerds und die Leute, die Kunden, die Leserinnen, die stehen dann da und irgendwie müssen sich unter diesem langsam sich bewegenden Rad halt irgendwie mit den Lösungen zufrieden geben, die ihnen gerade angeboten werden. Das ist ein bisschen schade und ich kann da nur voll zustimmen. Aber für die Typografie der E-Books können die Verlage am allerwenigsten. Weil das ist nämlich genau so ein Punkt, der damit einhergeht, wo liegt eigentlich die Produkthoheit? Weil all das, was wir als Kunden ja als Ausstattungsmerkmale wahrnehmen, was früher in der Domäne des Verlags war, das liegt heutzutage in der Software. Also man kann dem Verlag keinen Vorwurf draus machen, dass Amazon keine Silbentrennung anbietet. Das heißt, das, was im Endeffekt auch die optische Darstellung des E-Books anbelangt, das liegt nicht im E-Book, das liegt in der ausführenden Software. Und die ausführende Software wird momentan von vermeintlichen Handelsunternehmen, ich würde sie als kommerzielle Großbibliotheken bezeichnen, gestellt. Das sind Apple, das sind Amazon, das ist die Tolino Allianz. Da liegt es. Richtig. Ja, aber die Verlage fragen nicht proaktiv nach, so wie... Die fragen sehr wohl nach. Die passen sich den Standards, den Guidebooks von Apple und Amazon an, die so und dann, ach ja, dann müssen wir das so. Aber da wird dem Lektor auch kein Techniker irgendwie oder E-Book-Konvertierungsfachmann nebenher gesetzt und sagt so, hier, das, was du da gerade setzt, irgendwie kann ich im E-Book nicht umdenken. Ja, aber da können wir aber auch Katze-Schwanz- und Huhn-und-Ei-Problematik diskutieren.
das Interesse ist noch nicht so ausgebildet, dass irgendwie in einer professionellen Form von Anfang an konsequent durchzudenken. Das heißt, ich erlebe Verlage, ich arbeite in einem E-Book-Vertrieb, die eine Woche vor Buchveröffentlichung auf einmal denen einfällt, ach ja, wir müssen ja noch ein E-Book machen. Schade. Wenn man von Anfang an ab der Abgabe des Dokuments irgendwie an den Verlag dran gedacht hätte, wie kann ich das in den Formaten für den Leser perfekt aufbereiten, so dass alle, die E-Books kaufen wollen, begeistert sind und alle Leser, die ein Hardcover, Taschenbuch und was immer. Wenn das von Anfang an durchdacht wird, was kann ich mit den Möglichkeiten umsetzen und wie erreiche ich das? Dann... Ja, aber wir haben gerade etwas Rückkopplung. Also das Mikro am besten wirklich so mit dem Mund ins Mikro, weil dafür ist es da. Ja, aber ich möchte doch... Also ja, vor allem ist Investitionen in die Gestaltung vergebene Liebesmühe, weil also gerade bei den Verlagen, die sich Mühe geben und sagen wir mal ins Lübbe, die haben wirklich einen exzellenten Workflow, die produzieren 1er EPUBs, es bringt denen nichts, weil der Kindle und iBooks es nicht darstellen können. Das ist der Punkt. Die Verlage haben komplett die Produkthoheit verloren. Sie sind davon abhängig, was die entsprechende Software draus macht. Also ich glaube, also ich, alles ist, glaube ich, richtig, was gesagt wurde, auch von hier vorne, ja, die Einwürfe. Also, also der Punkt ist, wir brauchen also zum einen mal einen Aufschrei der Entrüstung, ja, den ich also hier jetzt zum ersten Mal überhaupt wahrnehme, das auch auf dieses Thema, das ich so permanent vor mir hertrage, irgendjemand interessiert. Also ich habe immer den Eindruck, ich bin der einzige Mensch, der das so sieht. Ja. Also auch auf Twitter gibt es da keinerlei Feedback dazu. Ich glaube, was man wirklich mal bräuchte, ist ein begeisternd gut layoutetes E-Book. Ja, was man wirklich mal den Leuten zeigen kann, wollt ihr es so haben oder wollt ihr es so haben? Ja, und dann werden sie den Unterschied sehen und auch erst dann. Und ich war einigermaßen deprimiert, als ich mir Zoobooks angeguckt habe. Ja, also das große Ding der Stunde, Sascha Lobo, hier Berlin und so weiter. So, was machen die? Flattersatz. So, ich frage also auf Twitter nach, hier bei Herrn Breitenbach. Ja, und wie ist denn die Typo? Weil da hatte ich noch keinen Zugang dann zu den eigentlichen Welt. Wie ist denn die Typo davon? Breitenbach schreibt zurück, ja, Typo ist super. Ich so, ich sehe da nur Flattersatz, das ist doch keine Typo. Und er so, ja, wieso, ist doch super, ist doch wenigstens einmal nicht die Silbentrennung Kindle. Ich so, hallo, hast du mal irgendein Buch in den letzten 200 Jahren in die Hand genommen, was mit dem Flattersatz gesetzt ist? Ja, was sind denn hier die Standards, über die wir reden, verdammt nochmal? Ja, so, und das sind alles technisch durchaus gelöste Probleme. Man müsste nur einmal irgendwo dieses Projekt starten, so, wir machen jetzt mal das weltschönste E-Book. Ja, dann wäre schon mal viel gewonnen. Das kann so schwierig nicht sein. Und was machst du mit dem weltschönsten E-Book, wenn plötzlich der Leser die Schrift Größe verändert und dass der Text neu umbricht? Naja, das sind auch durchaus selbst in HTML schon gelöste Probleme. Also wenn man sich da die Libraries anguckt, da geht schon einiges. Ich habe dann auch im Anschluss daran mal ein paar Libraries ausgegraben, wo man also dann wirklich Kerning dynamisch gestalten kann zur EMM-Größe des Textes. Du musst natürlich schon dafür gucken, dass du halt klassische Typografie-Richtlinien einhältst. Das heißt also, wie viel Whitespace hast du drumherum und so weiter. Aber das sind alles komplett gelöste Probleme eigentlich. Das muss nur mal jemand machen. Also ich fände es gut, wenn wir auch nochmal weg von den Formaten kommen und zu den grundsätzlichen Problemen und zwar, oder grundsätzlichen Dingen und zwar zum Beispiel zu den Vorteilen, die manche Menschen oder auch sehr viele Menschen noch im analogen Buch sehen, wie zum Beispiel die Weiterverleihbarkeit, die Weiterverschenkbarkeit, den Buchhandel, den stationären Buchhandel, wo man seine Beratung hat, die nicht so stark vorhandene Monopolisierung zum Beispiel im Markt, wie man diese Vorteile also auch in den E-Book-Markt oder den Markt der elektronischen Medien allgemein auch übertragen kann, ob es da vielleicht auch eine Lösung für gibt. Das können wir auch gemeinsam mit dem Publikum diskutieren, wenn da noch mal ein paar weitere Inputs hier kommen. Ja, Sie haben ja alle drei ein Plädoyer für die Befreiung des E-Books in der einen oder anderen oder mehr oder weniger intensiven Form gegeben. Mich würde interessieren, wie Sie denn darüber denken, wenn man DRM und all diese Dinge, die
dienen ja dazu, das heutige Geschäftsmodell irgendwie zu schützen. Und Sie sagen, das Geschäftsmodell ist im Prinzip hinfällig. Es muss nur genügend Leute geben, die irgendwann mal feststellen, dass man den DRM-Schutz entfernen kann. Dann fängt es an mit der Kopiererei und so weiter und so fort. Wie kann man in so einer Situation denn das Problem, dass der Autor ja auch Geld mit dem Buch verdienen will, dass er das Buch eben auch schön machen können muss, alles noch lösen. Also das ist, da haben das Sie natürlich mich falsch verstanden. Nein, ich werfe Ihnen ja nicht vor, dass Sie jetzt irgendwie daran nicht denken. Nein. Aber ich denke daran, dass wir heute an einem Problem sind, wo man diesen Spagat geben muss. Ich lese mit großem Interesse Ihren Blog und dort gehen Sie zum Beispiel auch auf das Problem Torbooks ein und illegale Tauschbörsen. Das ist Realität. Wie geht man damit um in Zukunft? Also ich denke, gerade weil Armin immer noch mal die Vorteile von gedruckten Büchern angesprochen hat. Also ein Vorteil von gedruckten Büchern ist, glaube ich, dass die Zirkulation der Texte an sich da weitaus größer ist und weitaus besser funktioniert, weil Bücher eben ausgeliehen werden. Wenn man das mal zusammenrechnen würde, käme wahrscheinlich raus, dass jeden Tag in Deutschland weitaus mehr Bücher aus wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken ausgeliehen werden oder zwischen Freunden innerhalb der Familie ausgeliehen werden, als einzelne Titel verkauft werden. Dieser Versuch beim E-Book, um alle davon zu überzeugen, dass das echte Buch zu simulieren, der ist ja im Grunde genommen ins andere Extrem gegangen. Also diese ganze Form der freien Zirkulation, man kennt das ja auch aus dem Musikbereich, wie das da anfangs war, der ist eigentlich abgeschnitten worden. Das heißt, viele dieser Formen der Textzirkulation, die finden erstmal gar nicht mehr statt, was natürlich dann auch beim Verkauf Umsätze zerstören kann, ne? Weil die Bücher sind nicht im Gespräch. Ein Buch, das niemand liest, das wird ja auch nicht von den Piraten kopiert und piratisiert. Die machen sich gar nicht die Mühe, das einzuscannen, weil es sie nicht interessiert. Das hat also immer was mit der Zirkulation zu tun. Insofern, also ich habe gesagt, E-Books sind vielleicht keine einzelne Ware, sondern sowas wie Leitungswasser. Ich komme auch immer mehr dahin zu denken, dass das E-Books im Grunde genommen auch einfach ein perfektes Marketinginstrument sind durch diese Replikator-Technologie, weil wenn man sie wirklich lässt, so was ihrem Wesen entspricht, sie eben noch weitaus besser frei zirkulieren können als gedruckte Bücher. Wenn man sie denn jetzt mal frei verleihen könnte, verschenken könnte, weiterverkaufen könnte, wenn man sie ausgelesen hat als Secondhand-E-Book, wenn das erstmal alles funktionieren würde, dann wäre, glaube ich, dieses Piraterie-Problem, was es im Moment gibt, auch gar kein Problem. Und im Grunde genommen, es gibt ja gar keine seriösen Berechnungen, immer diese Ersatzraten, was die Piraten jetzt da verschenken, was dann angeblich nicht verkauft wird, das weiß man ja gar nicht. Also ich neige mittlerweile auch eher dahin zu glauben, dass es eher umgekehrt ist, dass diese Bücher eben die piratisierten E-Bücher diese Zirkulation ersetzen, die bei gedruckten Büchern eben durch das Verleihen, Verschenken innerhalb der Familie aus Bibliotheken stattfinden, dass die im Grunde nur das substituieren und im Endeffekt dann dazu beitragen, dass auch mehr Bücher gekauft werden. Also insofern würde ich momentan auch noch sagen, wenn wir jetzt über das Layout reden oder so, das sind eigentlich Luxusprobleme, die man irgendwie auch relativ einfach dann noch technisch lösen kann mit neueren Standards. Das Problem mit E-Books, was eben auch den Erfolg, glaube ich, im Moment eben verhindert, ist, dass man da so unglaublich eingeschränkt wird. Und das sind ja eben, aber es sind eben nicht nur die transnationalen Konzerne, die Bösen, sondern Thalia ja genauso oder Weltbild oder die verhindern das ja genauso, dass ich mit den Büchern mache, was ich will und dass ich es eigentlich zu Hause cracken muss, damit ich es wirklich benutzen kann. Also ich würde ja auch nochmal in aller Schärfe widersprechen wollen. Meine These ist, und das ist glaube ich keine These, sondern es ist eben wirklich in der Musikindustrie kann man sich sehr gut nachvollziehen. Da ist es genauso gelaufen. Sie verkaufen doppelt so viele Bücher, wenn sie das DRM wegnehmen. Punkt. Das ist einfach so. Ja, also dieses Narrativ, das Geschäftsmodell davon, dass Bücher überhaupt noch sich irgendwie tragen können, liegt daran, dass können wir nur umsetzen, wenn wir einen Kopierschutz, der sowieso nicht funktioniert, draufsetzen. Das ist einfach Unfug. Ja, und man kann es nicht laut genug sagen. Es ist Unfug. Es ist nicht so. Ja, und dann müssen sie halt sterben.
Ja, ernsthaft. Also da hält sich dann auch wirklich mein Mitleid irgendwo in Grenzen. Wenn ich also wirklich nur mir die Musikindustrie angucken kann, wie es dort gelaufen ist. Ja, Apple hat die alle überrollt, ja, weil das die einzigen waren, die es überhaupt mitbekommen haben, dass Leute es einfach und auf einen Knopf haben wollen. Amazon hat die ganzen Buchhändler überrollt, weil sie den One-Click erfunden haben. Die Menschen wollen es einfach haben. Haben Sie mal versucht, ein mit einem Adobe PDF DRM versehenes Werk irgendwie auf einem Mac zu lesen? Ja, da bin jemand wie ich, der also hier eine IT-Abteilung leitet, bin damit irgendwie 40 Minuten und diversen FAQs unterwegs. Was ist das für ein Irrsinn? Ja, das. Also wenn man auf Facebook sich in dieser Autorengruppen da reinklingt oder so, dann wird natürlich jeder, der Bücher kopiert und raubkopiert, wird dort angeprangert. Also die sehen das Problem ja auch noch nicht. Irgendwie auch Raubmordkopierer sind das. Raubmordkopierer, wie es heißt, ja. Also da ist ja die Frage, und ich habe eben auch diese Diskussion auf Torbox verfolgt, dieses Angebot, irgendwelche Spendenbuttons zu machen, das ist alles nicht angenommen worden. Das wäre ja so eine Form der Möglichkeit, unabhängig jetzt von diesem einen Piratensender, der da läuft gerade, aber all diese Konzepte würde ja in die Richtung gehen. Ich meine, ob man, weiß ich, keine Ahnung, mit einem Flatter-Button irgendein Buch, was man kauft, für eine Wunschsumme absegnet, das ist weniger als gar nichts oder mehr als gar nichts, umgekehrt. Insofern, und da kann man also nicht nur den großen Verlagen, nicht nur Amazon, sondern auch die Autoren selber denken irgendwo immer noch in diesen Kategorien, dass man nur mit einem Copyright-geschützten und DRM-versehenen Buch Geld verdienen kann. Also ich weiß auch noch nicht, wie die Alternative ist, aber hier sitzen ja Leute aus der Branche. Ihr habt ja vielleicht schon mal weitergedacht. Also ein ganz zentrales Problem ist, dass man, also gerade die traditionelle Buchbranche, und damit meine ich sowohl die Verlage als auch die Buchhandlungen, im digitalen Bereich mit Geschäftsmodellen unterwegs sind, die nicht mehr funktionieren. Oder weil man nicht kapiert hat, dass man andere Geschäftsmodelle braucht. Viele glauben ja immer noch so, naja gut, früher haben wir halt nur Hardcover verkauft, dann kam irgendwann das böse Taschenbuch, daran hat man sich inzwischen gewöhnt, nimmt die Umsätze auch gerne mit. Und na gut, jetzt verkaufen wir halt statt dem Taschenbuch eine Datei. Es ist das Gleiche. Es ist eben nicht das Gleiche. Und das sind ganz im Wesentlichen zwei Punkte, die den Unterschied machen. Zum einen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das E-Book ist ja in dem Sinne kein komplettes Produkt mehr, sondern ein, man könnte sagen, komplexes Produkt, das nur funktioniert im Zusammenspiel mit anderen Komponenten. Also dazu zählt die Hardware, die man benutzt, aber insbesondere auch die Software. Das heißt, was ja auch Apple vorgemacht hat, damals mit dem iPod. Alle haben ja geglaubt, mit Musik lässt sich kein Geld mehr verdienen. Bis Apple was Neues gemacht hat, nämlich integrierte Systeme. Das heißt, sie haben eine Hardware angeboten, wo man gleichzeitig die Musik nicht nur hören konnte, sondern auch gleichzeitig kaufen konnte. Das Gleiche gilt jetzt für Bücher. Das hat Amazon dann kopiert, ein integriertes System mit dem Kindle geschaffen. Im Grunde so eine Art iPod für Bücher. Das heißt, ich kaufe nicht an der einen Stelle meine Bücher, um sie an anderer Ecke zu lesen, um mich an dritter Stelle darüber auszutauschen, sondern ich will das Ganze in einem haben. Und damit kommen wir zu einer der ganz, ganz zentralen Marketingfragen, die nämlich immer heißt, wofür bezahlt uns der Kunde? Und der Verlag oder die Buchhandlung tun immer noch so, als würde uns der Kunde für ein physisches Produkt bezahlen, also für etwas, was einen Tauschwert hat. Damit ist man aber in einer völlig anderen Wirtschaftstheorie unterwegs, weil also die physische Bücher, es gibt das sogenannte Knappheitstheorem, das heißt, alle Ressourcen sind endlich. Und wir haben so je seltener etwas ist, desto wertvoller wird es. Darauf ist die ganze Wirtschaftstheorie aufgebaut. Im digitalen Bereich habe ich aber keinen Tauschwert mehr. Da habe ich kein physisches Produkt, kann ich sagen, hier, das ist aber, das hat mich in der Produktion, das ist das und das Material, das Papier war so und so teuer und das ist Leinen und deshalb ist es teuer. Es ist einfach nur eine Datei. Es ist kein Unterschied. Das heißt, im digitalen Bereich ist es nicht mehr der Tauschwert, der relevant ist, sondern es ist der Nutzwert. Und wenn man sich so ein bisschen mit solchen Sachen auseinandersetzt, ist es wie mit Informationen. Ein physisches Buch, das ich weggebe, besitze ich nicht mehr. Information, die ich teile, die ich weitergebe, besitze ich nach wie vor. Wenn ich jetzt sage, so hier, pass auf, Ralf, ich weiß, die Schuhe gibt's da und da für 50 Euro, dann weiß ich nach wie vor, Ralf weiß es auch und Ansgar weiß es auch. Also Information wird im Gegensatz zur physischen Welt, die nach dem Knappheitstheorien wirtschaftet, umso wertvoller, je mehr Leute sie haben. Und da sind eigentlich die Verlage und auch die Buchhandlung gefordert, völlig neue
auch, es gibt noch die wirtschaftlichen Konzepte dafür nicht, aber genau da sind wir gefordert, neue Modelle zu entwickeln, nämlich wie schaffen wir es auf der einen Seite über sogenannte integrierte Systeme einen wirklichen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, der ihm einen Nutzwert bietet, und wie kriegen wir das, weil wir eben wissen, dass die klassische Wirtschaftstheorie auf digitale Güter nicht anwendbar ist, wie kriegen wir das in Erlösmodelle umgewandelt? Weil es ist ja nicht lange gesagt, bloß weil es mich so und so viel kostet, muss der Kunde genauso viel dafür bezahlen. Wenn wir eine Glühbirne kaufen, wir kaufen nicht Glas und Draht, wir kaufen im Grunde Licht und Zeit an Beleuchtung. Und genauso müssen wir fragen, was kauft der Kunde eigentlich, wenn er ein E-Book kauft, beziehungsweise welchen Nutzen hat er davon? Und wenn wir wissen, uns kostet es so und so viel Geld, um ihm diesen Nutzen bereitzustellen, müssen wir uns fragen, okay, muss das der Kunde zahlen? Holen wir uns das über Werbung rein? Oder, wissen wir uns ja auch nicht bewusst sind, Amazon hat ja nicht nur unsere Kundendaten, Entschuldigung, dass ich jetzt immer auf Amazon rumhacke, alle anderen, die solche Sachen anbieten, haben nicht nur unsere Kundendaten, sondern über die Software unsere Nutzerdaten. Das heißt, wir werden auch als Kunden immer mehr selbst zum Produkt, weil diese Firmen ja nicht nur die E-Books verkaufen, sondern auch unsere Daten weiterverkaufen. Es lässt sich genauso vorstellen zu sagen, okay, entweder ich entscheide mich in Zukunft, um etwas zu nutzen, zahle ich einen Betrag X, bin dafür aber anonym, oder aber ich sage, okay, ich möchte die Inhalte und diese Software umsonst nutzen, aber dann um den Preis, dass ich selbst zum Produkt werde, nämlich dass diese Firma meine Daten vermarktet. Kann auch passieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es das alles wert? Die Leute wollen offenbar E-Books, es gibt ja genug Vorteile, ich kann es überall lesen, ich kann es kommentieren, egal von wo, ich kann es teilen. Auf der anderen Seite steht die Monopolisierungstendenz, es steht die Tendenz, beobachtet zu werden von Unternehmen, die irgendwann mein Leseverhalten kennen, über all das hinaus, was sie ansonsten noch von mir erfahren. Ist es das alles wert und wie können wir vielleicht dagegen angehen? Was wären denn Modelle, die wir entwickeln könnten, damit wir diese, ich unterstelle mal, dass es Nachteile sind, diese Nachteile auch abstellen können, aber trotzdem im Bereich des elektronischen Lesens vorankommen und gleichzeitig die Vorteile sichern? Jemand, den ich mal ganz gerne zitiere, wenn es um diese Fragen geht, so ist es das alles wert und oh mein Gott, diese Totalüberwachung und die Firmen und Amazon. Das ist ein paar Jahre her, da war ich in England auf einer Tagung, da hat einer auch, damals war sehr die Debatte innerhalb der Bibliotheksszene, mein Gott, was hat Google jetzt vor mit der Digitalisierung und die werden alles überrennen und dieser zentrale Informationsspeicher und überhaupt. Und einer hat sich dann gemeldet und gesagt, naja, also manchmal denkt er so daran, eigentlich so mit das Wertvollste, was wir Menschen überhaupt haben, das vertrauen wir seit irgendwie vielen Jahrhunderten ganz problemlos kommerziellen Firmen an, ohne uns da irgendwelche großen Gedanken drüber zu machen. Das sind die Banken. Ja. Also unser Geld ist komplett irgendwie in Institutionen versenkt, die halt irgendwie hochgradig kommerziell unterwegs sind und eben gerade nicht irgendwelche Genossenschaften oder ähnliche freiheitliche Konstrukte. Nun kann man sagen, gut, nach der Bankenkrise hätte dieses Statement so entspannt vielleicht nicht mehr gebracht, aber da war auf jeden Fall erstmal Stille im Raum. Und ich würde jetzt auch mal Ansgar fragen, in deinem Buch gibt es ja auch eine Passage am Ende, wo also gesagt wird, das, was ich so als große Utopie oder als sehr erstrebenswert empfinde, dass wir also dann über Big Data, über quasi das menschliche Leseverhalten machen können, siehst du ja als Gefahr, da sind also dann Firmen und die wissen dann plötzlich Dinge über mich, was ich irgendwie gelesen habe. Da würde ich jetzt sagen, genau auf die Frage, ist es das wert? Das ist doch eine klassische Güterabwägung. Also was haben wir davon, wenn wir so etwas austauschen können versus ich kapsel das alles irgendwie komplett autonom für mich weg? Und in Zeiten von NSA muss ich doch mal ganz realistisch die Frage stellen, wird jetzt Amazon wirklich über mich noch irgendetwas Spannendes herausfinden, was ich in Büchern markiert habe, was die nicht ohnehin schon über mein ganz normales Surfverhalten im Internet längst schon wissen? Also reden wir aber noch über ein wirklich ernstzunehmendes Bedrohungspotenzial? Also zumindest ist es ja historisch gesehen die Lektüre eines Buches erstmal, das macht wirklich den Kern der Privatsphäre aus. Also eine Diskussion über ein Buch im literarischen Salon oder so, das ist ja nun immer schon Teil der Öffentlichkeit gewesen oder der Halböffentlichkeit, was ich jetzt vielleicht austausche mit Leuten. Aber die Lektüre an sich, das finde ich, das muss unbedingt privat bleiben. Und deswegen... ja, das ist auf jeden Fall eine Zumutung, dass dann das Buch anfängt, mich zu lesen. Also das möchte ich auf keinen Fall. Das
ist ja auch technisch möglich. Ich meine, das erste Gesetz des Datenschutzes ist einfach mal versucht zu verhindern, dass irgendwelche Datenspuren überhaupt entstehen. Und das ist ja eigentlich auch kein Problem, sowas sicherzustellen. Es ist nur innerhalb der Strukturen momentan ein Problem, weil die Transnationalen, selbst auch die deutschen Buchhändler, Thalia, Weltbild, die haben damit ja kein Problem, solche Daten zu erheben, anonymisiert irgendwie, aber Missbrauch ist immer möglich. Die Daten entstehen erstmal, sie werden erhoben. Man kann sie auch zu irgendetwas nutzen, zu Marketingzwecken. Da gibt es ja auch tolle Vorschläge und tolle Apps, wie man jetzt das Leseverhalten auswerten kann, um Bücher besser zu vermarkten, um gleich schon den Autoren zu sagen, in welchem Stil sie schreiben müssen, wie viele Vampire da vorkommen müssen, damit sie jetzt einen Bestseller schreiben können. Kann man ja machen, aber man muss es ja nicht machen. Und das einfach so als Standard mir als Kunden auch oder als Leser eben vorzusetzen, das finde ich einfach, das ist eine Riesenschweinerei, das ist auch totaler Irrsinn. Das ist ja eben schlimm genug, der gesamte NSA-Komplex. Warum muss es in diesem Bereich dann auch noch passieren? Da finde ich einfach, und es ist ja eben auch technisch möglich, dass man da andere Lösungen finden muss, in welcher Form auch immer. Das fängt eben an bei E-Book-Plattformen, aber da hört es auch nicht auf, denke ich. Es muss auch E-Book-Reader geben, die mit freier Software, wo ich genau weiß, was passiert damit. Ich denke, in Zukunft wird es ja auch möglich sein, solche Sachen, dass das kleinere Start-up sowas produzieren. Vielleicht mit jetzt dem Firefox OS betrieben oder mit Ubuntu oder mit irgendwas anderem. Und dann eben angebunden an so einen freien, genossenschaftlich oder wie auch immer organisierten E-Store, wo man eben insgesamt die Kontrolle über die Daten behält. Ja, klar. Das Bankgeheimnis allgemein. Ja. Obwohl so bei den Banken ist man doch eher so wieder sehr beim Wirtschaftsgut. Und das Buch ist ja sowohl ein Wirtschafts- als auch ein Kulturgut. Und ich glaube, insofern muss man natürlich auch eine Trennung machen zwischen einem wirtschaftlichen Wert und im weitesten Sinne Werten, die man schwer in Zahlen, geschweige denn Währung bemessen kann. Aber was du sagst, ist natürlich ein sehr, sehr valider Punkt. Natürlich funktioniert Software besser, wenn sie Nutzerverhalten tracken kann und vielleicht zum Beispiel an die Entwickler zurückreportet, dass irgendwas schlecht programmiert ist, weil an irgendeiner Stelle der Nutzer abspringt oder nicht mehr weiterkommt und man da offensichtlich eine Hürde eingebaut hat, die man in der nächsten Version beseitigt. Aber ganz egal, wie man die Software einsetzt, und es wurde schon mehrfach gesagt, es ist im Grunde alles möglich, man kann das machen. Das ganz Entscheidende aus meiner Sicht ist in Richtung Kunden, dass man immer eine volle Transparenz darüber hat, also welche Daten werden überhaupt erhoben und wenn ja, zu welchen Zwecken. Und B, nicht nur die vollständige Transparenz darüber, sondern auch eine vollständige Kontrolle über die Daten, sodass ich im Zweifel sagen kann, schön und gut, das und das könnt ihr gerne anonymisiert verwenden, um, was weiß ich, eure Software zu verbessern. Oder ich nehme auch gerne in Kauf, dass ihr, was weiß ich, mein Einkaufsverhalten trackt, weil ich finde das sehr angenehm à la Amazon, wenn mir auf meinem Profil hin Sachen vorgeschlagen werden, die mich tatsächlich interessieren. Das finde ich super. Da überwiegt für mich der Nutzen. Aber Leute, Entschuldigung, sobald ich das Buch lese, hört für mich der Spaß auf und ich interessiere mich zum Beispiel auch nicht für Social Reading, sondern ich möchte in meiner Lektüre wirklich privat sein und dann muss dieser Schutz da sein. Und ich glaube, an der Ecke sind dann kommerzielle wie nicht kommerzielle Anbieter wirklich gefordert, entsprechend Lösungen anzubieten. Und die gibt es momentan also weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich finde das ganz interessant, dass ihr euch da beide so klar positioniert. Ich will jetzt gar nicht groß die Post-Privacy-Debatte hier aufziehen, aber auf der, sagen wir mal, Intimitätsskala von 0 bis 6, also von 0 bis 10 quasi irgendwie, auf der einen Seite so mir alles ganz egal und Sex, dass ich auf gar keinen will, dass es nicht privat ist. Wer jetzt Bücher lesen bei mir, hätte ich irgendwo so auf der 2 verortet, so mit klarer Tendenz in Richtung 1, ja. Ist jetzt aber, glaube ich, einfach eine persönliche Disposition, dass ich also denke, so die ganze Welt kann gerne wissen, was ich lese. Was ich nicht verbunden möchte mit diesem blöden, ich habe ja nichts zu verbergen, Argument, ja. Ich werde auch sehen, ob mir das auf die Füße fällt, wenn ich im November nämlich jetzt versuche, in die USA einzureisen. aber
Ich fürchte, der Zug ist doch eigentlich auch schon ernsthaft abgefahren, ja, weil also die Leute kaufen eben, oder es gibt, sagen wir mal, schon eine doch ganz erkleckliche Anzahl an Menschen, die ausschließlich ihre Bücher eben nur noch bei Amazon bestellen. Und da hast du ganz genau schon die Bestellhistorie. Und dann kannst du noch verargumentieren, naja, das war ja ein Geschenk und eigentlich war es ja, und ich habe es nie gelesen. Und was ich dabei gedacht habe, das weißt du schon gar nicht, ja. Das wüsste man natürlich dann eventuell schon am ehesten, wenn man Überstreichungen und Kommentare noch auswerten kann. Geile Stelle. Aber sagen wir mal so, im Großen und Ganzen ist doch das Lesen jetzt schon gar nicht mehr privat. Ja, aber ist es? Also ich finde nicht, dass es ein Problem ist. Da kann man ja vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sein. Also das ist das Problem, denn ich meine, wir reden hier über den Buchhandel, über die Buchbranche. Und wenn man da mal zurückdenkt, wie überhaupt die bürgerliche Öffentlichkeit entstanden ist, ne, dann hat das was mit Pressefreiheit zu tun, mit den literarischen Salons. Da steht ja die Buchbranche, das Buch, das Gespräch über Bücher, dass es überhaupt möglich ist, dass hat ja im Kern auch die Entstehung überhaupt der bürgerlichen Öffentlichkeit ausgemacht. Und jetzt stellen sich so Leute wie der Börsenverein und sagen, ah, wir haben hier Umsatzeinbußen, also all diese Piraten, ja, Netzsperren, totaler Netzfilter und ja, Kopierschutz sowieso. Und ach ja, wir tracken sowieso alles, was die Leute machen, das ist fürs Marketing gut. Das kann es überhaupt nicht sein. Also die werden einfach, da wird die Buchbranche ihrer Verantwortung überhaupt nicht gerecht, weil die stehen ja plötzlich direkt auf der anderen Seite, auf der Seite derjenigen, die versuchen, die bürgerliche Öffentlichkeit, wie sie bisher bestanden hat, eben zu zerstören durch dieses ganze Überwachungssyndrom. Weil wenn ich jetzt auch schon anfange, mir zu überlegen, kaufe ich mir dieses Buch, schaue ich da wirklich rein, weil Amazon liest ja mit und ich will jetzt vielleicht in die USA einreisen und dann leihe ich mir vielleicht doch nicht Terrordrom aus, sondern vielleicht nur Fix und Foxy. Und ich meine, am Ende fragt man dich, ja, Sie haben ja da auf dem Podium mit dem Ansgar Warner gesessen, ja, wissen Sie nicht, was der für Bücher liest eigentlich? Solche Sachen sind ja möglich, werden gemacht. Es gibt ja zum Beispiel von der Electronic Frontier Foundation in den USA herausgegeben so ein E-Book Buyers Guide in Sachen Privacy. Und was man da liest dann, das ist immer katastrophal. Also in den USA natürlich noch eine Nummer schlimmer als bei uns, aber das ist dann ganz normal, dass die auch dann mit den Strafverfolgungsbehörden, mit den 27 Geheimdiensten und was weiß ich zusammenarbeiten und denen lustig die ganzen Daten zur Verfügung stellen, die da eben entstehen bei der Lektüre. Also nicht nur, was man liest, sondern wie man es liest, welche Seiten und so. Und wenn sich die Buchbranche dann hinstellt, einfach auch in Deutschland und sagt, ja, das ist halt so, okay, nee, das geht einfach nicht. Dann werden sie ihrer Verantwortung nicht gerecht. Das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Aber ist das nicht auch eine Frage der Exit-Option? Also ich meine, das ist natürlich, die technischen Geräte müssen so konstruiert sein, dass man eben auch sagen kann, nein, man will nicht. Da muss ich ganz ehrlich sogar mal eine Lanze für Amazon brechen, weil bei denen ist es möglich, das Gerät, ohne dass man es jemals ins Netz gestellt hat, die Bücher runterzuladen, indem man einfach sagt, per USB runterladen, für den einen Reader und dann ist gut. Dann kommt nie irgendein Feedback zwischen mir, meinem Reader und der Plattform zustande. Das mag nicht wünschenswert sein, weil ich dann diese Interaktion nicht habe. Aber da muss ich sagen, okay, das reicht mir dann. Also entweder ich will und ich weiß, dass meine Daten irgendwie rausgehen. Und da muss ich auch mit jeder Konsequenz rechnen, was unschön ist, und da kann man natürlich immer noch was gegen machen, aber am Ende ist es entscheidend und da muss man dann als Konsumer eben ganz genau darauf achten, was kauft man denn für ein Gerät irgendwie, ehe man sich anfängt sozusagen darüber aufzuregen, dass alle gegen einen sind. Also als verantwortungsvoller Buchhändler würde ich dagegen sagen, muss man es dem Kunden auch so einfach wie möglich machen, privat zu lesen und nicht, also das ist ist natürlich irgendwie legitim zu sagen, okay, hättest du ja selber überlegen können, du hast ja die AGBs gelesen, haha, und weißt ja auch, wie der Hase läuft, aber im Endeffekt ist es ja eben so, dass die meisten dann trotzdem ständig vernetzt lesen. Ne? Und gerade deshalb muss man das eigentlich sicherstellen und ich hoffe, vielleicht macht ihr das ja dann auch, oder? Also wo ich Ansgar wirklich recht... Ja, aber vor allem ein entscheidender Punkt ist, wir sprechen auch vom deutschen Buchhandel. Der deutsche Buchhandel ist schon längst außen vor, die haben da überhaupt nichts mitzukamellen, weil der deutsche Buchhandel spielt im digitalen Bereich, man kann es so brutal sagen, absolut überhaupt keine Rolle. Die einzigen, die noch ein bisschen versuchen mitzuspielen, sind Weltbild, Thalia und Hugendubel über die Torino-Allianz. Das Entscheidende ist eben nicht, ich brauche nicht nur das Gerät, ich brauche die Software, also eben auch, an welches System binde ich mich. Und all die inhabergeführten Buchhändler, die sind komplett aus dem Rennen raus. Weil jeder Buchhändler, der nicht über eine eigene ausführende Software, vielleicht sogar noch ein Gerät plus die serverseitige Infrastruktur verfügt, schickt seine Kunden zur Konkurrenz.
Und das haben die meisten noch nicht begriffen. Also der Börsenverein, sie tun immer noch so, als wären sie noch Herr im eigenen Haus. Sie wurden schon eigentlich rausgeschmissen, werden vielleicht noch unten im Foyer geduldet. Aber da ist wirklich auch eine völlig schräge Realitätswahrnehmung da. Der Buchhandel hat es nicht mehr in der Hand. Bitte. Ich selbst bin Autor mehrerer Sachbücher und was die Herstellung des Buches betrifft, was die Verbreitung des Buches betrifft, da teile ich natürlich sehr viele Interessen mit dem Verlag und mit dem Buchhandel. Aber was die kommerziellen Interessen betrifft, da teile ich sehr wenig mit dem Verlag und mit dem Buchhandel, weil ich nämlich an einem gedruckten Buch als Autor vergleichsweise wenig verdiene. Also wenn ich mal schaue, ein Buch, das dann nach ein paar Jahren als Taschenbuch rausgegeben wurde, da kriegt man noch 5% für als Autor, und wenn man dann vielleicht noch einen Agenten hat, dann sind es noch 4 und davon. Also das kann man dann noch weiter runterbrechen, da sind dann für ein 10-Euro-Buch noch 40 Cent pro Exemplar. Wenn dasselbe Buch als E-Book verkauft wird, ja, da verdiene ich viel, viel mehr dran. Also ich habe ein unglaublich großes Interesse daran, dass E-Books von mir gekauft werden. Das möchte ich nur mal zwischendurch sagen, weil wir Autoren immer wieder mit den Verlagen und den Buchhandlungen in einen Topf geworfen werden, aber auch eben von ihnen vereinnahmt werden, sage ich mal, als Interessensvertreter. Aber wir haben nicht dasselbe Interesse auf dieser kommerziellen Seite, sondern meinethalben könnten die E-Books viel billiger sein und es würden vielleicht entsprechend mehr dafür von verkauft, auch wenn das Buch nicht im gleichen Maße jetzt wie die Musik ein Massenmarkt ist. Also ich glaube, da gibt es schon noch deutliche Unterschiede. Es gibt im Buch sehr viel mehr Sparten vielleicht noch, die sehr wenig bedient werden, stärker als im Musikbereich, wo die Produktion, die Aufnahme immer noch ein ganz großer Kostenfaktor ist, der ja so auf dem im Buchbereich nicht. Gerade wenn man sich die wirtschaftliche Seite anschaut, gerade als Autor, dann kommt man natürlich an Amazon nicht vorbei, beziehungsweise das wäre eigentlich sträflich, nicht bei Amazon zu sein, weil Amazon sind die einzigen, die wirklich schaffen, nennenswert Umsatz zu machen. Und das ist ein weiterer Punkt, wo die klassische Branche ihre Rolle einfach nicht mehr ausfüllt oder nicht mehr ausfüllen kann, weil das Versprechen, das sie eigentlich früher mal gegeben haben, nämlich im Gegenzug zur Überlassung von Nutzungsrechten sorge ich für die bestmögliche kommerzielle Auswertung deiner Rechte. Dieses Versprechen können Sie heute nicht mehr einlösen. Das löst leider Gottes Amazon ein. Und auch weil wir, insbesondere ich auch in dem Sinne auf Amazon jetzt immer so ein bisschen rumgehakt haben, was ich im Grunde auch nochmal sagen möchte, ist, ich sehe Amazon nicht als den bösen Feind, sondern so eine Art Prinzip Amazon einfach als funktionelles Problem. Und das ist auch genau ein Punkt, weshalb ich glaube, dass es tatsächlich sowas wie ein gemeinnütziges, auf Kooperation aufgesetztes neues Modell braucht, weil diese Entwicklung hin, gerade im Netz, zu großen Plattformen, zu integrierten Systemen, das ist nichts, was sich das böse Amazon ausgedacht hat, sondern das ist eine systemimmanente Entwicklung, die Amazon einfach am besten für sich zu nutzen weiß. Und es gibt in der Tat im Netz nicht das Bedürfnis nach 5000 Buchhandlungen. Das macht in der physischen Welt Sinn, im Netz macht das überhaupt keinen Sinn, weil wir alle kennen auch unser Nutzungsverhalten. Wir haben eine Suchmaschine, wir haben einen Dienst für Musik, wir haben einen für Video und es gibt vielleicht 1, 2, 3 Alternativen oder eine Möglichkeit im Netz als Anlaufstellen für digitale Bücher und das war's. Also deshalb, unsere These ist, wir glauben also, dass zum einen diese Kumulationstendenz, diese Monopolisierungstendenz ist systemimmanent und auch integrierte Systeme. Die einzige Frage, die sich stellt, also gesetzt den Fall, das wird sich so entwickeln und davon sind wir überzeugt, muss ein solches System zwangsläufig von einem einzelnen kommerziellen Großunternehmen betrieben werden oder lässt sich ein solches Gesamtsystem auch anders denken vom Modell her? Also eben nicht einer, der alle kontrolliert, sondern im Endeffekt, ich sag's mal, im weitesten Sinne, man bietet anderen eine Plattform, auf der jeder gleichberechtigt teilnehmen kann und man nimmt sich selbst zurück. Und insofern ist das, was wir jetzt gerade mit Logos versuchen, genau dieser Versuch, ein solches großes integriertes System zu denken, das all die anderen nicht überflüssig macht, weil man kann ja sagen, wenn es Amazon gibt, dann braucht es kein Thalia, kein Hugendubel mehr, sondern zu sagen, okay,
Es gibt vielleicht Logos als Dachmarke, aber da tummeln sich die Buchhändler, die Verlage und nutzen das Ganze als so eine Art Marketplace oder Marketing-Tool für ihre Inhalte, weil man sich eben nicht über alle anderen setzt, sondern denen vielmehr eine Grundlage, eine Basis bietet, auf der sie sich austauschen können. Ich schalte mich hier nochmal als Co-Moderator ein. Ein Wort habe ich noch fast gar nicht gehört, und zwar lautet das Wort Bibliothek. Du hast es vorhin mal erwähnt, dass natürlich auch die Ausleihmodelle umfasst sind eigentlich von den Cloud-Anbietern, genauso wie der Verkauf. Im Prinzip ist es kein Riesenunterschied mehr, weil da kein physisches Objekt mehr verkauft wird, sondern nur noch Nutzungsrechte. Ob diese Nutzungsrechte jetzt permanent sind oder auf Zeit, spielt im Prinzip keine Rolle. Wird die Bibliothek in Zukunft als Wolke existieren? Wird es öffentliche Bibliothekswolken überhaupt noch geben oder wird das alles von den privaten Anbietern übernommen, wenn die entsprechende Modelle haben, die vielleicht sogar preiswerter sind in ihren Flatrate-Modellen als ein Jahresausweis der Staatsbibliothek? Also bitte korrigiert mich gerade ihr beiden, ihr seid ja von der Stabi, aber wenn man sich wieder mal von den Funktionen das Ganze anguckt, nämlich wie definiert sich im Kern eine Bibliothek, es ist ja meines Wissens eben nicht die Laie, die eine Bibliothek definiert, sondern es ist die Sammlung von Inhalten, es ist die Zugänglichmachung von Inhalten und im weitesten Sinne die Nutzbarmachung von Inhalten. Also tatsächlich, dass man seine Bestände aufarbeitet, verschlagwortet, Kataloge anbietet, sodass tatsächlich die Leute die Inhalte finden und wirklich nutzen können. Und all diese Kernfunktionen, nämlich die Sammlung von Inhalten, Zugänglichmachung, Nutzbarmachung von Inhalten, sind im Grunde Funktionen, die heutzutage Anbieter wie Amazon und Konsorten, und Amazon jetzt als Prinzip, nicht als der böse Feind, tatsächlich ausfüllen und damit wirklich, ohne dass es jemand merkt, de facto den Auftrag öffentlicher Bibliotheken usurpieren. Ja? Das stimmt, aber es nützt uns null. Ja, weil das ist ja auch eine ganz einfache... Der Punkt ist aber, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich die Nutzung. Weil wenn man gesellschaftlich relevant sein möchte, braucht man eine gewisse Reichweite. Um eine gewisse Reichweite zu haben, braucht man tatsächlich aktive Nutzer. Und das erfordert dann eben nicht nur, dass man theoretisch Sachen irgendwo gespeichert oder auf Lager hat, sondern man braucht tatsächliche Nutzer. Und das ist so auch der Punkt, der uns zum Beispiel am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Auf der einen Seite, wenn wir tatsächlich gesellschaftlich relevant sein wollen, müssen wir uns verhalten wie ein normales Unternehmen. Wir brauchen ein verdammt gutes Produkt, das am Markt sich neben Kindle, iBooks und so weiter wirklich durchsetzen kann. Auf der anderen Seite darf man aber genau das, nämlich ein normales Unternehmen, eben nicht sein, weil man über sozusagen dieses Wissen, das man da akkumuliert und über diese Verantwortung, die einem durch diese Funktion zukommt, die man damit einnimmt, darf man eben genau kein privatwirtschaftliches Unternehmen sein. Und da sehe ich halt auch die Krux von öffentlichen Angeboten oder auch von solchen Initiativen wie der Europeana. Also so gut und lobenswert diese Initiativen sind, sie sind aus meiner Sicht aber leider Gottes dann komplett nutzlos, wenn sie keine Nutzer haben. Also es bringt nichts, irgendwo theoretisch was zu haben oder alles bei der Nationalbibliothek zu haben, wenn keiner wirklich die Angebote in der Nationalbibliothek nutzt, weil sie alle bei Amazon sind. Ja genau, das ist genau der Punkt. Wenn Amazon pleite ist oder wenn sie wie Google sagen, E-Books sind für uns eigentlich kein Markt mehr, wir verdienen mit Waschmaschinen eigentlich viel mehr, wir stellen das Angebot ein, vielen Dank, tschüss. Dann kann man sagen, okay, Bibliothek von Alexandria abgebrannt, weg und wir gucken alle in die Röhre, weil keiner mehr von uns tatsächlich die Inhalte bei sich hat oder es keine anderen Stellen gibt, die dann diese Sachen gesammelt haben, sondern sie sind dann komplett weg. Spätestens bei den Anlieferern auf den Servern, sie liegen in der Deutschen Nationalbibliothek, alle Titel, also die Metadaten, die sind weg, das ist definitiv klar, die kann man nicht mit übertragen. Also aber das ist doch, was es für Nutzer wie Ralf oder mich wertvoll macht. Meine ganzen Anmerkungen,
meine Highlights, all die Notizen, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, die selber irgendwie zu verwalten, sonstiges, dann ist es schön und gut, wenn ich da neue Bücher kriege, aber das, was für mich meine Bibliothek zu meiner Bibliothek macht, die entscheidende Information, die ich dort eigentlich selbst speichern wollte, die ist weg. Ja, aber mir wurde ja nie etwas anderes versprochen. Ja. Ja? Also dann ist es halt selbstverschuldetes Leid, beziehungsweise Naivität oder wie auch immer. Ich habe für den Dienst ja auch nichts bezahlt. Das ist ja dieses alte Modell, für was du nichts bezahlst dafür. Ne? Das gehört dir halt auch nicht. Ja. Ansonsten zur Rolle der Bibliotheken, gut, dann würden wir jetzt die nächsten 3 Stunden sicherlich mitfüllen. Es ist halt immer ein bisschen kompliziert, aber teilweise ist diese Grundperspektive, okay, von der Nutzung her auszugehen, ist, glaube ich, schon sehr, sehr sinnvoll. Mal ein Beispiel, wir haben jetzt seit vielen Jahren eigentlich mit doch ganz ordentlich Geld hinterlegte Massendigitalisierungsprojekte quer durch die Bibliotheken. Und damit meine ich gar nicht mal die Google-Digitalisierung, sondern das, was in normalen DFG-LES-Programmen läuft. Und seit ein paar Jahren haben wir dort auch verstärkt OCR-Einsatz. Das war so auch wirklich eine Volltexterkennung, dann über die Bildscans haben. Diese Volltexte werden systematisch an deutschen Bibliotheken versteckt. Ja, die kommen also maximal in den Suchindex rein, dass ich also zwar die Fundstelle finde, aber dann lande ich immer wieder auf dem Digitalisat und da habe ich dann maximal noch ein Highlighting des Suchbegriffes und muss mich von da ab wieder mit dem Scan rumärgern. So, wie genau soll ich damit jetzt irgendwie mit diesem ollen Bitmap in meinem E-Reader irgendwie umgehen? Ja? Warum genau bieten eigentlich die ganzen Bibliotheken ihren Volltext nicht als EPUB-Download an? Ja, dass ich das Ganze also schön als Wissenschaftler irgendwie verarbeiten kann. Okay, jetzt könnte ich mal kurz auf stabi.de gehen und gucken, warum bieten wir es nicht an. Also das ist eins der Features, die ich nämlich Anfang nächsten Jahres bei uns freischalten werde, dass wir also wirklich alles, was wir durch die OCR haben laufen lassen, auch wirklich als EPUB, als schmutziges Format zwar, ja, da sind dann Fehler drin, OCR ist halt nicht perfekt, aber egal, ja, die Leute werden es trotzdem lieben, ja, und dass man wegkommt und es ist dann nicht mehr schön layoutet, ja, das ist wahr. Aber wie gesagt, wir können nicht alle Probleme auf einmal lösen. Aber das ist also so ein Beispiel dafür, mal vom Nutzer aus zu denken, ja, und ja, da sind Fehler drin, das ist etwas, wo dann den Bibliothekaren sich sofort so der Magen zusammenrauft, ja, uah, da sind Typos und sonst was alles, von Fraktur reden wir mal gar nicht erst. Sowas können wir als Bibliotheken, die immer nur das Gute, Wahre, Schöne und Perfekte irgendwie liefern, wollen, bis runter in die allertiefste Tiefenerschließung. Sowas können wir doch nicht in unserem Namen irgendwo anbieten. Da ist mal meine Position, ja doch, dann ist es viel, viel besser als das, was wir derzeit haben, nämlich diese Bitmaps, die bringen die Menschheit nur wirklich nicht weiter. Eine Frage, die ich mir stelle oder vielleicht euch jetzt auch mal stellen würde zur Zukunft der Bibliotheken. Es werden ja noch so viele riesige Bibliotheksprojekte geplant. Also auch hier in Berlin, da auf dem Tempelhofer Feld, riesige Gebäude mit riesigen Bücherspeichern, die dann in 10, 20 Jahren irgendwie fertig sind. Und mich wundert immer, dass jetzt so viele Gelder da auch eingeplant sind, ohne dass wir wissen, werden da überhaupt noch gedruckte Bücher drin stehen, abgesehen von denen, die wir jetzt schon haben? Also die werden ja auch auf Zuwachs gebaut, aber sind solche Projekte überhaupt noch sinnvoll? Also ganz direkt dazu, ja, auch wenn da gar keine Bücher mehr sind. Also man muss nur mal hier durch den Lesesaal laufen, jetzt Weltkulturerbe hin oder her, der ist immer gebrochen voll. Also da findest du kaum einen freien Platz, weil einfach der Lernort Bibliothek einen enorm großen Charme hat. Ja, ich komme eigentlich aus Göttingen, da wurde jetzt auch ein eigenes Lehr- und Lernzentrum hochgezogen. Das ist quasi eine Bibliothek ohne Bücher und ohne Medien, wo die Leute einfach nur einen Ort haben, wo sie einigermaßen in isolierter, entspannter Atmosphäre einfach irgendwie forschen und lernen können. Und als physischer Ort hat die Bibliothek, glaube ich, noch viel mehr Zukunft, als man das so glauben meint. Ein Freund von mir aus Göttingen meinte immer, die Zukunft von Bibliotheken würde eher so sehen wie von Kirchen. Ja, es findet eigentlich semantisch nichts mehr drin statt und man läuft als Tourist noch durch und erfreut sich ein bisschen an der Architektur. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, als wirklich so als Ort des intellektuellen Austauschs und des irgendwie Kontemplativen sich mit etwas wirklich konzentriert beschäftigen, werden Bibliotheken gerade nicht den Weg von Kirchen gehen. Ja, aber der Heilige Geist, das, worum es eigentlich geht, ist ja sozusagen dann auch nicht mehr da, der ist ja dann irgendwo bei Amazon, oder? Wenn das so weitergeht, da treffen sich die Leute in dem Gebäude, gehen um mit Büchern, aber die Bücher an sich, für die braucht man diese Bibliothek nicht, weil die liegen auf irgendwelchen Servern und gehören vielleicht der Bibliothek ja eigentlich auch gar nicht. Also das ist doch schon ein gewisser Widerspruch, oder?
Naja, da ist immer eine Frage, wie futuristisch man denn orientiert ist. Und ich neige dann dazu zu sagen, niemand hätte sich vor 10 Jahren vorstellen können, dass irgendwie Brockhaus und Encyclopaedia Britannica von der Wikipedia in Grund und Boden geschrieben worden sind. Und ich habe auch wirklich so den ganzen Open Access-Gedanken noch nicht wirklich aufgegeben. Also ich als dann doch auch Wissenschaftler kann es nach wie vor nicht verstehen, dass in ein DFG-Projekt, was komplett die Erstellung eines Buches finanziert und gegenfinanziert, warum dieses Buch dann irgendwie zu einem horrenden Preis hinter irgendwo im Laden stehen muss, anstatt vom Tag Null an Open Access im Netz. Das erschließt sich mir nach wie vor nicht. Es konnte mir niemand ein Argument dafür nennen. Ich glaube, gut, das ist der wissenschaftliche Bereich der Textproduktion. Das sieht in vielen anderen Bereichen anders aus. Ich bin auch jederzeit dafür, dass man mit Büchern Geld verdienen soll, DRM frei wohl bemerkt. Aber ich glaube, die Menschheit wird, was das angeht, dann doch noch so die ein oder andere Kurve wirklich bekommen. Und die Zukunft der Menschheit wird da nicht bei Amazon liegen. Das ist das Problem erledigt sich irgendwann von einem Vektor aus, den wir jetzt noch überhaupt nicht ahnen. Kurze Ergänzung, Stichwort Wikipedia ist gerade gefallen. Ich habe mich neulich über ein ganz tolles einen Service eigentlich von Wikipedia gefreut. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber ich empfehle das allen. Und zwar kann man, vielleicht ist das für euch nichts Neues, aber ich fand super, aus jedem Wikipedia-Artikel eine Buchzusammenstellung machen. Also ich kann, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, zu dem ich Artikel lesen will, kann ich mir das zusammenführen lassen und entscheiden, ob ich es als EPUB ausgegeben haben möchte oder als PDF. Ich finde das super. Das würde ich mir auch an anderen Stellen wünschen. Also einfach in so einem Service zu denken, weil letztendlich geht es um den Text. Ob ich den auf dem Papier lese oder auf meinem Smartphone, das interessiert mich ehrlich gesagt manchmal gar nicht mehr so richtig. Das ist dann eher so eine Praktikabilitätsgeschichte. Aber das finde ich super. Und ja, vielleicht geht man dann mit sowas in eine Bibliothek, weil sich da Leute treffen und was lesen, weil irgendwie irgendwann muss man ja auch nochmal die Sachen lesen. Also ich will ja auch nicht nur darüber sprechen und irgendwie auf Social Media Geschichten damit rumlaufen, sondern wirklich auch den Text lesen. Das nur so als Anmerkung. Beziehungsweise nur ergänzend, kann ich 100% unterstreichen. Es geht ja dann aber eben nicht nur ums Lesen, sondern es geht tatsächlich um die Nutzung. Nämlich die Möglichkeit zu haben, mit diesem Text zu arbeiten, ihn neu zusammenzustellen, eben in eine Form zu bringen, wie sie dann einen persönlich tatsächlich einen wirklichen Mehrwert stiften. Und damit sind wir halt genau wieder auch bei dieser ganzen Nutzen-Debatte, also weg davon zu denken, wir verkaufen fest abgepackte Einheiten von irgendwas für Preis X, hinzu zu überlegen, wie kann man Angebote gestalten. Und da würden sich die Verlage und auch die anderen Urheber keinen Zacken aus der Krone brechen, zu sagen, wir brauchen auch keine Reform des Urheberrechts, was ja oft gefordert wird. Das Urheberrecht macht all das heute schon möglich. Man muss die Möglichkeit, die man hat, aber nur in dem Sinne ausschöpfen. Und man muss halt von seinem Kontrollwadenstück wegkommen. Und da habe ich dann leider Gottes wieder bei Ralf. Und wenn wir das als Branche nicht lernen, dann ja, dann werden es halt andere machen und wir halt nicht mehr. Dann müssen wir halt Pommes verkaufen. Ihr habt ja vorhin auch von analogen Modellen gesprochen, die ins Digitale übertragen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ganze eine Zeit lang noch so weiterläuft, aus nostalgischen, aber teilweise auch aus praktischen Gründen. Aber irgendwann ist überhaupt das Medium E-Book als solches eben gar nicht mehr so geben wird, sondern es verschwimmt mit anderen Medien, mit Musik, Film und so weiter. Und irgendwann wird alles zusammen in einer großen Cloud stehen. Die Lesegeräte werden dann auch nicht mehr als solche existieren. Die rücken ja sowieso auch schon immer weiter an den Körper heran mit Google Glass und der Smartwatch und so weiter. Wie lange wird es dauern, bis die Bücher direkt in unseren Kopf implantiert werden mit dem Chip, der auch alle anderen Medien enthält? Frag mal Jeff Bezos, keine Ahnung. Oder Ray Kurzweil wird dir wahrscheinlich sagen, ja, 2042 oder so ungefähr, und wird dir so eine logarithmische Tabelle auch vorführen können, wo das ganz genau sehr schlüssig gezeigt wird. Aber das kann auch noch ein bisschen länger dauern. Wobei, was tatsächlich passieren könnte, es gibt ja schon so viele virtuelle, dreidimensionale Umgebungen, also auch in dieser ganzen Videospielszene, die man auch schon mit Datenbrille sich so dann anschaut.
Und in diesen virtuellen Welten tauchen lustigerweise, ich weiß nicht, war es jetzt World of Warcraft oder irgendwo, da tauchen jetzt mittlerweile auch Bibliotheken wieder auf. Also in der und Buchläden. Also das dauert möglicherweise nicht mehr lang, dass du dann in der virtuellen Bibliothek rumläufst. Vielleicht ist es dann der Lesesaal der Stabi oder so, virtuell, und gehst ans Regal, holst ein Buch raus als Vollsimulation und liest es dann. Vielleicht ist es dann auch so enhanced, dass es so eine Mischung ist aus vollsimuliertem gedrucktem Buch mit der Möglichkeit, mit dem Finger da irgendwas anzustreichen. Und das, denke ich, ist auch eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ja, dass überhaupt Erzählformen, Narrative, dass es alles völlig anders stattfindet. Da muss man dann vielleicht nicht zur Frankfurter Buchmesse fahren, um sich anzuschauen, wie das in Zukunft sein wird, sondern vielleicht zur Gamescom nach Köln oder so. Oder ist ja auch durchaus vorstellbar, dass die Zukunft des Buches, dass wir gar nicht als Experten für Bücher eigentlich gar nicht kompetent sind, weil wir uns eben nur mit Büchern auskennen und die Zukunft des Buches an ganz anderen Ecken und Enden entsteht. Ja, also ich bin ja ein Riesenfan von diversen Cyborg-Ansätzen und möchte das alles ganz schnell bei mir implementiert haben. Ich glaube aber, dass das Buch doch ein so überzeugendes Konzept ist. Echo hatte auch irgendwie immer viel Spannendes zu geschrieben. Ich glaube, das wird auch noch die nächsten paar hundert Jahre überdauern. Also ich glaube, es gibt schöne neue urologische Studien, was im Gehirn von Kindern passiert, sobald sie lesen lernen. Ja, wie dann also wirklich das Gehirn wirklich physisch materiell umtransformiert wird durch den Prozess, Sachen nicht mehr vorgelesen zu bekommen, sondern plötzlich quasi durch eigenes Interesse, eigene Neugierde gesteuert, sich dort einen Wissenskosmos zu erschließen und was das dann also dann im Gehirn abbildet. Ich glaube, der Mensch hat mit dem Buch oder dem Text und dem Lesen schon eine ganz famose Kulturtechnik sich beigebracht, und bis die überwunden wird, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also da bin ich sehr konservativ, was das angeht. Ja, ich möglicherweise ist jetzt die Diskussion zum E-Book schon erschöpft, wenn jetzt von vorne vom Podium zunächst erstmal nichts weiteres kommt und aus dem Publikum, dass ich ausdrücklich nochmal auffordere, sich zu melden, auch nichts weiteres kommt, dann würde ich diese Veranstaltung ansonsten für beendet erklären. Und ich hoffe. Wer möchte, kann auch hier zu. Ach ja, hier können Sie noch ein paar Printbücher mitnehmen. Reduzierten Preis von 5 Euro ein Exemplar erwerben. Das sind Mängelexemplar, weil das Cover nicht ganz so gelungen ist, wie es sein sollte, aber ansonsten. E-Book für 3 Euro. Aber die stehen doch jetzt sowieso umsonst auch bei Readmill, oder nicht? Psst, bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe. Gratis-Content. Ach, der schnöde Mammon. Ja. So, und ich glaube, wir gehen jetzt nochmal zum Rosa-Luxemburg-Platz ins Café Voss, ne? Wenn ich das richtig sehe, mit dem Collaboratory. Also nochmal vielen Dank fürs Kommen, und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank.